Sie kennen das. Sie fahren auf einen Stellplatz, rufen kurz vorher an und haben einen Durchschnitts-12-Meter-Liner. Vielleicht auch noch mit Doppelachse, da freut sich der Rasen. Und die Problematik ist hier immer, man hat eine Pkw-Garage dabei und muss das Auto irgendwie reinzurren. Die Besonderheit hier an dem Fahrzeug ist, es ist ein sehr handlicher Liner, nur 10,90 Meter, trotzdem eine vollwertige Pkw-Garage. Und diese Plattform hier hinten, die musste man sich vorher immer von Spezialisten einbauen lassen. Und die gibt es jetzt ab Werk bei Concorde. Ja, ich grüße dich, Markus Freitag. Du bist Vertriebs- und Marketingchef und das Ganze machst du schon sehr, sehr lange. Was war denn so kompliziert, eine eigene Plattform anzubieten? Erstmal guten Morgen. Ja, guten Morgen, Sven. Die eigene Plattform stellt sicherlich auch Herausforderungen. Wir wollten eine hydraulisch verschiebbare Plattform haben. Das war uns wichtig, nicht elektrisch angetrieben, um einfach auch zu jeder Zeit sie nutzen zu können. Wir wollten eine Plattform, die individuell nutzbar ist, das heißt nicht nur auf einen Fahrzeugtyp abgestimmt ist, sondern unterschiedliche Fahrzeuge aufnehmen kann oder aber auch zwei Motorräder aufnehmen kann. Und die sollte sehr einfach in der Bedienung werden. Das sind so die Grundparameter gewesen, nach der wir unsere Plattform jetzt entwickelt haben. Ja, das Schöne ist, es gibt so Kleinigkeiten, die man erst erkennt, wenn man genauer hinschaut. Eure Klappe hinten fährt nach oben weg, denn es gibt ja auch Momente, klar, jetzt sagen die Leute, ja, muss Auto eh rausfahren, musst du genug Platz haben. Aber viele nehmen ja auch diese Garage, wenn sie gar kein Auto dabei haben, als Spielzeuggarage, um irgendwelche Sachen reinzumachen, E-Bikes, Mountainbikes und so weiter. Denn die ist ganz multifunktionell und sie geht nach oben weg. Das ist auch ein kleines technisches Wunder, oder? Ja, das hat auch bewusst einen Hintergrund, einen praktischen. Das Fahrzeug, das ich mitnehme, Pkw oder auch Motorräder, lade ich in der Regel aus, bevor ich das Fahrzeug wirklich auf den Stellplatz setze. Auf dem Stellplatz habe ich oft nicht die Möglichkeiten, eine normale Heckklappe an einer Garage wieder komplett zu öffnen. Deswegen haben wir dieses Lift Up-System entwickelt, mit dem Vorteil, dass wenn ich zum Beispiel auch beim Skifahren bin, dort hinten meine Skier wieder reinlegen kann und dass ohne weiteres wieder die Garage geöffnet und geschlossen werden kann. Die Herausforderung an so eine Plattform ist wirklich vielfältig. Das fängt damit an, dass sie ja hochflexibel sein muss, denn der Untergrund, der hinten drunter ist, den kannst du ja nicht bestimmen. Der kann mal höher und mal weniger hoch sein, oder? Genau, das ist richtig. Und auch das haben wir in der Entwicklung berücksichtigt, wo wir uns übrigens auch Spezialisten dazugeholt haben, die mit uns im Grunde nach unseren Vorstellungen das Thema umgesetzt haben. Diese Spezialisten kommen aus dem Bereich des Fahrzeugbaus heraus und entwickeln speziell Abschleppfahrzeuge, sowohl Trailer als auch Abschlepp-LKWs. Ich wollte nämlich gerade sagen, das ist ja nichts, was außergewöhnlich ist. Sowas hier findet man exakt immer dann, wenn man falsch geparkt hat. Und dann fahren die immer, man kann noch winken oder sowas. Ist das die gleiche Technik, die gleiche Qualität? Vom Grundprinzip her ist das die gleiche Technik. Das ist eine Plattform, die wie eine Wippe fungiert, wenn ich sie rausfahre, hinterher dann irgendwann zu einem gewissen Kipppunkt abklappt, um dann auf dem Untergrund hinterher weiterzufahren. Gut, das Ganze soll ja auch noch ewig funktionieren. Es soll... Ich glaube, ein ganz wesentlicher Faktor für so eine Plattform ist die praktische Usability. Wie leicht kann ich sowas bedienen? Wie gerne möchte ich es machen? Und das ist, glaube ich, für die User Experience, du merkst Usability, User Experience, für die Benutzererfahrung eines der wichtigsten Sachen. Denn Dinge, die du nicht gerne machst, weil sie zu kompliziert sind, die machst du ungern und dann ärgerst du dich und letztendlich baust dann so eine Plattform ein. Und jetzt kann man die direkt von Concorde kriegen in Erstausrüsterqualität. Korrekt, das ist richtig. Und mir selber geht es genauso. Viele Dinge in einem Freizeitfahrzeug nutze ich nicht jeden Tag. Und deswegen ist es oft auch wieder eine kleine Eingewöhnung, dass man es einfach bedienen kann, war uns ebenfalls sehr wichtig. Sie wird per Knopfdruck rein und rausgefahren, super einfach. Und aber auch das Verzurren haben wir so einfach gestaltet, dass wirklich jeder, der das nicht tagtäglich macht, sein Fahrzeug sicher auf dieser Plattform verzurren kann. So, für Leute, die es jetzt sehen und sagen, mein Gott, wieso muss man denn auch noch ein Auto mitnehmen? Jetzt habe ich hier ein fahrendes Schiff auf Rädern mit allem drum und dran. Das ist in der Praxis eigentlich unentbehrlich. Also ich sage nur Gardasee, du bist irgendwie rum, du möchtest Tagestouren machen und der Fiat 500, ist das ein E hier? Das ist ein E-Fiat 500. Auch das ist übrigens ein Hintergrund für die Plattform. So ganz nebenbei bemerkt, E-Fahrzeuge haben ja die Angewohnheit, so wie ich sie ausmache, dass sofort die elektronische Parkbremse angezogen wird. Genauso auch wie bei elektrogetriebenen Verbrennerfahrzeugen. Ist das so? Das ist so, ja. Und damit kannst du so ein Fahrzeug mit einer Seilwinde nicht mehr bewegen. Das war übrigens auch diese Anforderung, warum wir gesagt haben, es ist wichtig, zukünftig auch mit einer Plattform den Kunden zufriedenzustellen, dass er diese Fahrzeuge, die ja durchaus in seinem Fuhrpark sind, dann auch wieder einfahren kann und mitnehmen kann.
Ist das ein Prototyp, der funktioniert oder seid ihr so am Tieflader hergefahren? Nein, das ist ein Prototyp, der funktioniert, mit dem wir auch schon ausgiebige Testfahrten gemacht haben, um einfach auch zu sehen, ob alles wirklich hundertprozentig funktioniert und passt. Du weißt, was ich jetzt will. Ja, das ist das Ausprobieren, gell? Bitte mach mal. Geht das? Gar nicht so schwer, ich gehe einmal drumherum. Okay. Und dann können wir nämlich auch mal zeigen, wie das Ganze festgezurrt wird. Also, was ich schon mal entdeckt habe hier hinten ist, es gibt so Schnellspanner, die du hier einfügst, damit das Rad auch wirklich nicht zurückrollen kann. Gut, die elektrische Parkbremse hin oder her, das soll ja auch alles ganz sicher sein. Das Verzurren werden wir gleich sehen. Es gibt eine eigene Klappe, ich komme mal zu dir. Wie bist du denn da drüber, sportlich? Ach hier, warte mal. Oder so, ich hoffe mal, dass ich da hier nichts umschmeiße. Da ist eine Klappe drin, da haben sich die Leute mal gefragt, was soll die Klappe hier? Die hat einen sehr praktischen Nutzen, oder? Ja, die Klappe hat einfach jetzt den Nutzen nur noch, dass ich die Plattform rein und rausfahren kann und dass ich hier auch mal rankomme, wenn ich im vorderen Teil noch Elemente untergebracht habe. Das Verzurren findet ja auf der Plattform statt, bevor ich sie reinfahre. Achso, der ist jetzt nicht ganz draußen, oder? Doch, der ist schon ganz draußen. Ich kann jetzt runterfahren mit dem Fiat, theoretisch. Ich kann den Fiat so nicht runterfahren, weil die Vorderräder verzurrt sind. Da haben wir ja die Spanngurte schon drüber gesetzt, die im vorderen Teil der Plattform direkt... Ja, aber wenn die jetzt los wären, das wäre die Position zum Runterfahren. Genau, das wäre die Position zum Runterfahren. Ja, ich habe mal so einen Slider gesehen, der ganz runter geht für so Supersportwagen. Also, dass du dann noch tiefer bist, aber der hier, der kann ja ein bisschen was, ja, was die Winkel angeht. Gell? Ja, das ist sicherlich richtig. Wenn wir noch flacher vom Auto sind, dann können wir ohne weiteres, da haben wir zusätzliche Auffahrrampen, die einfach noch mal kurz auf die Plattform gelegt werden, bevor ich dann den Pkw auf die Rampe drauf fahre. Das hier ist Steuerungstechnik, wirklich professionell, das soll ja immer funktionieren. Ich glaube, wie funktioniert das? Ist es hier eine Spindel? Du sagst, es ist hydraulisch. Gell? Das ist Hydraulik. Das, was wir gerade sehen, ist der Hydraulikzylinder plus die Gleiter, auf denen die Plattform reingezogen wird. Also Hightech fast, oder? Ja. Wie beim Bus. Ähnlich wie beim Bus oder wie wirklich beim reinen Abschlepp-LKW, der eine Plattform hinten hat, die ja hoch und runter fährt. Die Klappe hinten ist auch hydraulisch, oder? Ist genauso hydraulisch. Okay, was ist zu tun? Ich störe dich wahrscheinlich gerade hier, gell? Warte mal, ich gehe mal weg. Eigentlich nicht viel. Ich suche mir den richtigen Schalter und dann geht's los. Ach, der Schalter ist innen? Ja. Ist ja praktisch. Das heißt, du musst das hier machen, dann kannst du auch gucken, ob alles richtig ist, gell? Genau, ob er sauber einfährt. Sicherheitshalber sollte man immer einen Sicherungsposten beim Ein- und Ausfahren haben, der kontrolliert, dass nicht sich in der Nähe des PKW findet. Markus, ich gehe mal ganz kurz hier hin. Ja, gerne. Da kann man das mal filmen, wie das Fahrzeug eingezogen wird. Also die Hydraulik hat richtig Power, die hat gar kein Problem, den einfach hochzuheben. Nein. Und ist das hier so das Maximum plus minus an Höhe, die ich hier reinfahren kann? Weil wir sind schon nah dran an der Klappe, gell? Wir sind nah dran an der Klappe, aber es ist ungefähr das Maximum. Wir sind sehr variabel von den PKWs her. Das ist ja jetzt ein E-Fiat 500. Wir kriegen genauso aber auch einen Fiat Abarth rein oder auch einen Mini, den wir mit einziehen können. Sind gerade aber auch in dem Test, welche Fahrzeuge doch in diesen Abmessungen von der Variabilität ebenfalls mit eingezogen werden können. So, für alle, die dich vielleicht ein bisschen leise verstanden haben, Mini geht, Fiat 500 normal geht, habe ich gerade gehört, der E geht und alle Fahrzeuge, die so ähnlich groß sind. Also, aber auch nicht nur der normale Fiat 500, sondern auch der Fiat Abarth. Der Fiat Abarth. Also genauso wie auch in Superworks. Die Sportversion. Da muss ich ein bisschen Werbung machen für unseren Fiat-Händler SMP AG, einer der größten 500er-Betreiber. Nee, die haben immer so 40 Stück vor der Tür stehen. Was schwer zu kriegen ist, muss man sagen, sind Benzin-Fiats. Also die sind schon kaum mehr zu haben, die werden, glaube ich, gar nicht mehr gemacht. Das Gewicht spielt jetzt bei dem auch wirklich gar keine Rolle, denn ich glaube, der Actros, ist das im Spritverbrauch überhaupt merkbar, wenn du den fährst? Nein, das ist nicht merkbar, was wir hier haben. Und ich glaube, so ein Fahrzeug, so wie es hier steht, wird auch kaum einer schaffen, wirklich voll zu laden. Wir haben hier bei diesem Fahrzeug, so wie es hier ausgestellt ist, noch 4,6 Tonnen Zuladung. So, eine absolute Besonderheit. Das ist ja live hier, was wir haben. Wir drehen sehr früh zum Beweis. Das ist der Wecker hier für Sonntag. Um 10 Uhr beginnt das ja normalerweise. Markus ist extra früher aufgestanden, hat als allererstes hier, und ich rechne dir das ganz hoch an, du hast dir einen Staubsauger geholt und hast dir wirklich alle Sachen nochmal hier abgesaugt mit allen drum und dran. Das sieht man eigentlich gar nicht, ja, aber du bist, glaube ich, sehr, sehr genau. Der Stand ist penibel, muss man schon sagen. Morgens geht immer einer durch, machen alles sauber, putzen alles, oder? Das ist richtig so und ich kontrolliere das auch, bevor es wirklich losgeht, weil mir ist einfach wichtig, dass die Präsentation unserer Messetage jeweils wieder perfekt ist. Sehr schön. Komm, wir schauen uns das mal ganz kurz an. Der ist jetzt hier drin. Ja. Das Stück hier, das wird reingeschoben. Ach, das ist für Fahrräder. Das heißt, du kriegst auch noch Fahrräder rein, parallel? Ich setze ich rechts und links auch nochmal zwei Fahrräder rein. Ach krass, und die kannst du vorher reinmachen. Da bitte aber genau gucken, ob da nichts schleift. Genau. Weil wobei, da bin ich auch ganz offen. Ein Fahrrad geht rein,
Ein E-Fahrrad ist häufig etwas breiter, das wird nicht reingehen. Also wer noch sportlich aktiv ist, der kriegt sein Fahrrad hier, egal ob es ein Mountainbike ist, ein Rennrad oder ein Tourenrad, bequem unter. Wichtig dabei ist, dass der Lenker längs gestellt werden muss und man sollte möglichst Klapppedale dran haben oder die Pedale eben kurz abmontieren. Dass man die ein bisschen weiter links macht und dafür ein bisschen breiter rechts, das geht nicht, oder? Nee, das funktioniert in der Kombination mit unserem Lift-Up-System nicht, weil wir dazu einen zusätzlichen Portalrahmen in der Garage hinten drin haben, um zu führen. Und damit komme ich mit dem Pkw, wenn ich zu weit rüber gehe, dann zu dicht letztendlich wieder an den Rahmen des Lift-Up-Systems der Heckklappe dran. Ich kann dich aber trösten, wir haben ein E-Bike gezeigt, das genauso groß ist. Also es gibt ja Light-E-Bikes mittlerweile, ich sag mal hin und her mit Fazua-Motor und die sind so schmal wie normal und dann kriegt man die vielleicht auch ran. Ich kann mir sogar vorstellen, dass die Leute jetzt die E-Bikes nochmal passend anschaffen zum Fahrzeug. Wir können das gerne ausprobieren. Ja, ich besorge mal eins. Wenn wir mal gucken. Rechts und links jeweils ein Fahrrad runter. Okay. Und hast damit die Möglichkeit, auch losgelöst vom Pkw her die Fahrräder wieder rauszuholen. Ja, das sieht gut aus. Ich spreche wirklich aus Erfahrung. Also wenn das nicht benutzerfreundlich anzuwenden ist, dann machen es die Leute ungern. Und dann ist es auch so, dann benutzt man es nicht virtuos, wie man es eigentlich sollte. Also, dass man wirklich mal am Stellplatz mal kurz raus, man holt das Auto mal kurz raus. Das macht man denn nicht. Ja, wir sind ja nur einen Tag da und so. Und hierbei, ganz ehrlich, du fährst den raus und rein, als wäre nichts gewesen, oder? Genau so ist das. Das ist auch keine Kraftanstrengung. Ich drücke einen Schalter und die Plattform fährt raus. Name dieses Concorde, wie heißt der? Das ist der Liner 1090 GI. GI, ist das ein Produkt, was ihr oft verkauft eigentlich? Ja, das ist eins der gängigsten Liner-Modelle mit Pkw-Garage. So, der hat auch richtig tolle Technik mit drin. Eine Schiffselektroversorgung von Mastervolt mit drin. Also das ist kein Witz. Ihr habt eine Batterietechnik drin, die in allen großen Yachtsystemen verwendet wird, die du skalieren kannst bis zum Kreuzfahrtschiff, ja, glaube ich, oder? Ja, bis zum Kreuzfahrtschiff, das sind schon noch andere Dimensionen dann hinterher. Aber wir sind durchaus in der Lage, hier auch bis zu 4 Lithium-Batterien mit jeweils 400 Amperestunden unterzubringen. Das heißt, gut 1200 Amperestunden Leistung bringen wir letztendlich auch von der Kapazität herunter. Gut, ich will darauf hinaus, das muss ja so zuverlässig funktionieren, dass nicht mitten im Einzugsprozess das Auto nicht mehr rein und raus geht. Ja, ich glaube, ganz rein und ganz raus wäre immer okay, ja, aber so mittendrin und du willst gerade losfahren und so, das muss immer funktionieren. Ne? Das ist richtig und das war auch unser Ansatz vom Gedanken her, dass wir nicht elektrisch arbeiten mit der Plattform, sondern hydraulisch. Und bei der Hydraulik hat man immer den Vorteil, sollte die Pumpe mal ausfallen, kann ich also über einen Hebel auch die Pumpe mechanisch betreiben. Und es hier gleitet hier auf diesen Kufen? Oder? Genau. Das sind ganz spezielle Kufen, gell? Die Plattform gleitet auf diesen Hartkunststoffkufen dann hinterher, die irgendwann auch eine gewisse Abnutzung haben, sollten dann mal ausgetauscht werden. Aber das sind zigtausend Ein- und Ausfahrten, die diese Kufen ohne weiteres im Verschleiß überstehen. Also kommt aus dem Profibereich, braucht man sich jetzt nicht so große Sorgen machen. Ist hier noch eine Schlussverriegelung drin, der rote? Da ist eine Sicherheitsschlussverriegelung drin, die gezogen werden muss. Jetzt ist sie arretiert, fahrarretiert, die gezogen werden muss, damit ich ihn wieder rausfahren. Wow, und dann war ja hier vorne die Klappe. Ich habe gesehen, das Vorderrad habt ihr nochmal verzurrt hier drin, dass man das gerade nochmal zeigen kann. Ja. Markus, halt mal ganz kurz die Vase fest, bitte. Ja, mache ich. Dankeschön. Und das ist wichtig, also das Fahrzeug selber kann sich ja noch bewegen, das würde ja dann auch federn, aber es kann ja auch extreme Situationen, man muss es festzurren. Genau, man muss es festzurren, damit es überhaupt nicht bei Bodenwellen, Schlaglöchern und so weiter anfangen kann, sich zu bewegen und aufzuschaukeln. Und du kannst auch hier sehen, sehr einfach von uns gelöst. Der Spanngurt ist an der Plattform quer schon fix verbunden, wird nur übers Rad drumherum gelegt, wird einmal wieder eingehakt in die Plattform und dann wird er gespannt. Mit der Ratsche. Genau. Das langt vom Hub her, dass man ratschen kann? Das langt vom Hub her, zumal ich die Ratsche einfach ein Stück weit zur Seite nehme, um dann im Grunde sie zu spannen. Okay, verstanden. Also das kommt aus der Praxis. Ja. Warum hier die Schienen, die Airline-Schienen noch an der Seite? Achso, für die Motorräder. Okay. Zum Beispiel Motorräder oder auch wenn ich andere Güter mitnehmen will, dass ich einfach die Möglichkeit habe, individuell wieder festzuzurren. Ich stelle mir gerade vor, die Tochter ruft an, Papa, Studentenbude, Umzug. Kannst du mal kurz vorbeikommen? Das hier ist ja wirklich dieser Laderaum, den haben eure Kunden schon für ganz seltsame Sachen gemacht. Ja? Da kannst du ein Möbeltransport mitmachen. Du kannst
ich sag mal, ein Boot mitnehmen, ein kleines. Du kannst Motorräder mitnehmen, E-Bikes. Ist das immer ein Auto drin? Nein, da ist nicht immer ein Auto drin. Also völlig unterschiedliche Art und Weise. Da sind auch schon mal zwei Jetskis drin. Oder jetzt gerade, wir sind ja nächstes Wochenende auch auf der Boot präsent, weil wir dort eine Kooperation geschlossen haben, haben wir einen mobilen Tauchschlitten, der als Tauchstation verwendet wird, für die Heckgarage entwickelt, der dort genauso eingezogen werden kann. Ja, zufälligerweise bin ich auf der Boot. Ja, dann werde ich auf jeden Fall bei euch vorbeikommen. Ich muss einen Kollegen mal ganz kurz vorstellen. Ja. Darf ich das? Ja, klar. Der ist nämlich genauso wie die Sabine, die hier sitzt. Ja, und die beiden kamen etwas später, muss ich dazu sagen. Aber Sabine, bist du morgens schon um 5 Uhr hier oder wie? Nein, ganz normal. Wir müssen ja den Messestand schön vorbereiten. Wenn du dich mal kurz vorstellst, du bist sie? Sabine Baumgartner. Sabine Baumgartner. Und du bist die Verkaufsleiterin, glaube ich, unten in Aschbach, gell? Zuständig für den Werksverkauf in Aschbach, jawohl. Ich sehe schon da unten 28.000. Nee. Du hast gerade dein Monatsgehalt, hast du gerade ausgerechnet. Das war ein Scherz. Und du bist der? Rainer Heller, hallo. Was ist deine Aufgabe, was machst du? Ich bin der Kollege von der Sabine. Im Werksverkauf. Am Werksverkauf. Das heißt, wenn ich nach Aschbach komme, dann seid ihr da. Von mir verarztet. Okay, oder von der Sabine. Genau. Okay, klasse, ja. Also fahrt auf jeden Fall mal dahin. Habt ihr, ich sag mal, Ausstellungsfahrzeuge habt ihr immer da, oder? Jetzt vorsichtig. Also im Moment, bedingt durch die Liefersituation, gehen die Autos sehr, sehr schnell wieder vom Werk zum Händler, zu dem Kunden. Die haben vielleicht eine Standzeit von 1-2 Tagen. Wir wären froh, wenn wir wieder mal Autos zeigen können, aber jetzt sind sie hier alle auf der Messe, gehen auf die nächsten kleinen Messen. Es wird schwierig, aber wenn jemand Interesse hat, wir finden immer mal ein fertiges Auto. Boah, das war aber diplomatisch, muss ich sagen. Komm, wir schauen uns den mal kurz an. Vielen Dank, ihr beiden erstmal. Klar. Sag mal, der ist ja von der Optik her ist wunderschön. Da ist jetzt ein Actros drunter. Ist das von vorne zu sehen, dass ein Actros ist? Oder? So richtig zu sehen ist es nicht. Von vorne ist zu sehen, dass es ein Concorde ist. Und so soll es auch sein. So muss ich mal angucken von vorne. Können wir gerne einmal rumgehen. Das ist so, ich meine, das hier ist jetzt so eine Mischung von der Optik her. Es ist ganz klar zu erkennen, es ist ein Concorde. Du hast mir mal erzählt, dass ein öffentlich-rechtlicher Fernsehsender eine Serie gedreht hat und die haben dann alle Logos abgeklebt, weil sie es irgendwie mussten. Genau. Und du hast dich totgelacht, weil jeder sofort erkannt hat am Markenbild, es ist ein Concorde. Richtig. Das Markenbild hier, wie lange wird das schon produziert von euch? Diese Karosserieform, die wir hier jetzt sehen beim Liner, ist sie seit 2019 im Programm drin. Sie ist vorher vorgestellt worden schon beim Centurion. Mhm. Sehr, sehr angelehnt, sage ich jetzt mal, an LKWs. Das heißt, also du kennst ja die Reisebusse, die mittlerweile ja tiefer gezogen sind, eigentlich eher so aussehen wie 60er, 70er Jahre, hast du gesehen von Mercedes-Benz. Ja, hab ich gesehen. Die also mehr oder weniger back to the roots sind. Aber hier ist das so das Trucker-Feeling, was die Leute kriegen, oder? Ja, wer einen Actros bestellt in seinem oder und als Fahrgestell für sein Reisemobil, der möchte ja dieses Trucker-Feeling auch haben. Und wir haben das auch festgestellt, dass durchaus diese maskuline Ausstrahlung sehr gut bei unseren Kunden ankommt. Ja, auch bei Frauen. Es ist sensationell. Also die wirklich sagen, ich habe zuletzt ein Video gedreht, da gab es richtig Schelte für. Wenn du mal gerade so lieb bist, das Schild mal gerade wegnimmst, weil es ist eine Zerstörung geistigen Eigentums, dieses Schild daneben zu machen. Die Blumen lassen wir mal gelten. Aber ist der nicht schön geworden? Der ist wunderschön. Ich persönlich empfinde ihn als wunderschön. In sich absolut stimmig und eine ganz tolle Linienführung. Woran man sich massiv gewöhnt hat, ist, dass die Ohren weg sind. Also es sind jetzt elektronische Kameras mit dabei. Das ist original Mercedes? Nein, das ist nicht original Mercedes. Die kommen von Micra. Dieses Kamerasystem ist ein spezielles Buskamerasystem, hat einfach den Vorteil, dass ich sowohl eine Bugkamera wie auch eine Bordsteinkamera habe, was das Mercedes-System für den Actros selber so nicht bietet. Die setzen da ja noch manuelle Spiegel ein. Das sieht man hier oben. Also Bug-Spiegel finde ich ganz, ganz wichtig. Der geht hier nach unten rein. Der filmt diese Ecke hier, weil der hat ja, ich meine, das ist jetzt noch kein Reisebus, wo du ja praktisch vor dem Ganzen fährst, sondern der fährt sich eigentlich noch PKW-mäßig, also vom Feeling her, sage ich jetzt. Aber du weißt es selber, wenn der Poller da unten steht oder muss irgendwie reinfahren, das ist oft sensationell, wie viel Platz du noch hast, wo du denkst, ich muss ja gleich anstoßen. Und da ist es live zu sehen. Ist der nicht zu hell abends? Den kann ich dimmen, so ist das nicht. So dass ich wirklich also dann auch das Licht, das ich außen drum herum habe, dann anpassen kann an die Gesamtsituation. Sehr schön, ja.
Und wir schauen uns mal ganz kurz an. Das Ganze wird gebaut in Bayern, das Ganze wird gebaut in Franken. Und Aschbach, das ist wirklich das Epizentrum, so muss man es sagen, dieser speziellen Klasse. Ihr habt immer Fahrzeuge gebaut über 7,5 Tonnen und seid aber auch die absoluten Spezialisten zwischen 3,5 und 7,5 Tonnen. Interessanterweise, das ist ja eine Euronorm, dieser C1 und C1E und C und so weiter und so fort. Das spielt euch massiv in die Karten. Wie stark wird denn hier die Fahrzeugklasse über 7,5 Tonnen verkauft? Ist das wesentlich für euch? Definitiv. Also wir haben gut ein Drittel unserer Produktion sind Fahrzeuge, die über 7,5 Tonnen zulässiges Gesamtgewicht haben. Das ist so. Man kann viel mehr mitmachen. Preislich gesehen sind sie gar nicht viel teurer. Also ich sag mal so in der Einstiegsklasse zahlt man vielleicht ein bisschen mehr oder sie kosten auch plus minus das Gleiche, muss man sagen. Mehr oder weniger ausstattungsbereinigt, wenn man die Größen ungefähr vergleicht, ist man auch mit einem 12-Tonnen-Fahrzeug nicht wesentlich teurer als mit einem 7,49-Tonnen. Man kann sie auch budgetmäßig ausstatten. Also hier hast du natürlich allein das Felgenpaket, was hier dabei ist, kostet glaube ich schon mal 6.000, 8.000 Euro, oder? Wir sind bei gut 7.000 Euro, da bist du richtig, die wir bei dieser Kombination der Aluminiumfelgen in Kombination mit den Edelstahlabdeckungen haben. Werterhalt von diesen Fahrzeugen, sensationell. Also wir berichten ja laufend über eure Fahrzeuge als Gebrauchtfahrzeuge, die teilweise dann von weit weg hergeholt werden, aufbereitet werden und interessanterweise sehr oft im Moment die Kaufpreise erreichen, die sie damals gekostet haben, weil auch ihr musstet die Preise erhöhen. Das ist leider so. Die Wertstabilität von den Fahrzeugen, gerade bei Concorde, ich denke, es ist der Brand, der dahinter steckt. Bauen können vielleicht viele in echten Concorde bauen. Ihr macht das sehr lange schon. Ja, wir machen das weit über 40 Jahre mittlerweile. Das ist sicherlich der eine Punkt, der dazu beiträgt, dass die Fahrzeuge wertstabil sind. Sicherlich aber auch ihre Qualität. Das Zweite, was ich aber mindestens genauso wichtig finde, ist die Tatsache, dass wir ganz klar auch uns dazu bekennen, zu sagen, wir bauen nicht mehr als 400 Fahrzeuge im Jahr. 400 nur? 400, genau. Und diese 400, wir haben sehr lange Vorlaufzeiten, halten natürlich auch den Gebrauchtwagenpreis sehr stabil. Wenn ich mit mehr Menge auf den Markt gehe, würde zwangsläufig der Gebrauchtwagen wieder im Wert fallen. Ganz wichtig, auch die Modellpflege bei euch, wie bei Porsche, sehr sanft. Das heißt also nicht manchmal schon mal einen Paukenschlag. Das habt ihr gemacht vor ein paar Jahren, da ging es nicht anders. Aber ihr bemüht euch wirklich, die Modellpflege, gerade so Facelifts und so weiter zu machen, dass nicht alle rumschreien und sagen, jetzt habe ich ein altes Auto. Ja, innen, da könnt ihr gar nichts dran ändern, weil die Trends, ihr geht auf viele neue Trends mit, seid aber eigentlich eurer Prämisse treu. Es darf edel sein, aber es muss wohnlich sein. Also ich vergleiche es immer so ein bisschen wie in Südtirol, ein Edelhotel seid ihr. Bitte nicht böse sein, aber das ist so eher so, das kannst du in 30 Jahren auch noch reingehen, das ist zeitlos. Also zeitlose Eleganz. Also ich bin überhaupt nicht böse, sondern es ehrt uns ja, wenn wir mit einem Edelhotel oder Luxushotel verglichen werden. Es ist definitiv so, wir suchen einen zeitlos eleganten Stil. Letztendlich der aber, in dem versuchen wir mit unterschiedlichen Holzfarbtönen und Dachschrankfrontkombinationen jedem Geschmack auch gerecht zu werden. Wie geht die runter, die Klappe? Die Klappe, genauso wie im Prinzip die Plattform reingeht, hydraulisch, über Knopfdruck kann ich die runterfahren. Magst du es mal machen? Bitte. Na klar, dann soll ich wieder rumgehen. Genau, ich gehe mal rum. Also das heißt, du fährst hier ran, ich bleib mir hier stehen. Du bleibst stehen. Dann kann ich das mal zeigen, du gehst mal ganz kurz rum. Und dann haben wir nämlich das Erscheinungsbild quasi so, dass man gar nicht erkennen kann, dass hier ein Auto unten drunter ist. Aber es ist wirklich, es ist Hightech pur. Wenn du die Klappe nach oben siehst, wie die runterfährt, auf ganz massiven Metallschlitten, hydraulisch. Und wie schön das gleitet, das ist doch Carporn gibt es so eine eigene Serie, die gibt es ja hier nicht, muss ich immer sagen. Also wenn Sachen besonders genial gelöst sind, ja, dann müssen sie einfach gezeigt werden. Und das hier ist wirklich von der Ausführung her Manufakturqualität. Ich meine, ihr baut ja immer noch in Serie. Ihr seid ja ein Serienhersteller, ja, mit Seriengrundrissen, einer unglaublichen Varianz. Aber ich meine, ich drehe ja auch für Vario und Co. Ja, die, ich sag mal, die haben vielleicht noch mehr Möglichkeiten, weil jedes Fahrzeug individuell geplant wird. Ja, aber die Qualität auch von der Klappe hier, ich denke, da seid ihr wirklich top, oder? Ich darf das einfach so sagen, ja, ich glaube, da sind wir top und das ist, sucht auch seinesgleichen im Markt. Es gibt keinen anderen, der in dieser Kombination eine hydraulische Heckklappe anbietet. So, jetzt komme ich rein. Ein letztes Mal, warte, ich zeig mal, wo ich jedes Mal immer wieder vorbeigehe und der Kollege eilt schon, weil ich habe ein unglaubliches Händchen dafür, alles umzuschmeißen während dem Dreh.
Da ist er, Liner 1090 GI, die Qual der Wahl. Hast du jemals versucht, bei Mercedes-Benz ein Fahrgestell mal zu konfigurieren auf der Online-Seite? In LKW? Nein, habe ich nicht. Ich wünsche dir viel Freude. Hätte ich, glaube ich. Wie viele Varianten habt ihr insgesamt, wenn ich jetzt nur mal die Grundrisse nehme? Also hier beim Liner zum Beispiel. Beim Liner haben wir Grundrisse in Summe, wenn ich alle zusammenzähle, 12 Stück. Echt? Ja, mittlerweile in Variationen mit jeweils, welche Sitzgruppen drin sind oder welche Toilettenräume drin sind, hat sich das auf 12 Stück angesammelt. Wie oft wird denn bei euch ein Slide-Out bestellt? Ein Slide-Out ist im Centurion-Bereich ja serienmäßig. Beim Liner bieten wir ihn nicht an, weil wir hier auch ganz bewusst die beiden Baureihen unterscheiden. Ihr habt innen drin 2,50 Meter Breite. Muss man sagen, wer jemals in Amerika war, da haben die Billigsten haben 3 Slide-Outs und so weiter und so fort. Ihr wolltet aber ein Auto schaffen, was im Innenraum her vom Geräuschverhalten her sich so verhält wie PKWs. Also, dass die Leute nicht in Gehörschutz anziehen müssen, während sie fahren. Ich meine, wir haben ja hier einen LKW drunter. Und ich denke mir, wenn ihr irgendwas baut, wie zum Beispiel auch Slide-Outs, dann muss das die Qualität haben, wie, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, als hätte zum Beispiel Mercedes-Benz das gebaut. Ja, das ist irgendwie euch ganz, ganz wichtig. Der wiegt auch ein bisschen mehr als in Amerika. Also das habe ich gesehen. Ja, das ist richtig. Der wiegt mehr als in Amerika, unser Slide-Out. Es ist richtig, also wir sind bei dem Fahrzeug so aufgestellt, dass wir versuchen, höchstmögliche Qualitätsstandards zu erfüllen. Deswegen bauen wir den Slide-Out auch selber. Wir kaufen ihn nicht zu. Darüber hinaus ist es genauso aber beim Chassisumbau. Wir lassen das Chassis nicht irgendwo im Markt umbauen, sondern unser Chassisumbau wird selbst in Aschbach vorgenommen. Und da achten wir genauso auf höchste Qualitätsstandards, um wirklich dann die Geräuschkulisse so gering wie möglich zu halten. So, jetzt werden wir gleich mal die Simone anrufen. Komm, das machen wir gerade mal. Denn die habe ich gesagt, komm mal mit dazu. Du musst mal das sehen, was hier gerade kommt. Und das werden wir auch gleich mal zeigen. Sensationell hier ist natürlich schon die Aufbautür. Es fängt wirklich im Detail an. Ich habe schon tausendmal berichtet, das ist eine Aufbautür. Die wird bei Rettungsdiensten verwendet. Die ist wirklich im Aufbau bei den wichtigsten und stärksten Kunden, die am Tag diese Tür hier ungefähr tausendmal auf- und zuschlagen müssen. Die Tür ist, glaube ich, auch aus GFK. Die ist gebaut, also wirklich für die Ewigkeit. Und damit beginnt doch schon mal alles, oder? Damit beginnt zumindest der Aufbau, ja. Die Tür ist aus GFK, ist entsprechend gut isoliert, lässt sich sowohl über ein Zahlenkombinationsschloss, über Touch öffnen, als aber auch über die Fernbedienung des Fahrzeugschlüssels. Ihr sagt sogar in der Fertigung, die darf man feste zuschlagen, das macht der gar nichts. Man kann sie auch leise zudrücken, aber die liebt es, ich sag mal, satt zugeschlagen zu werden. Kannst du das mal gerade zeigen, wie das geht? Kriegt man sie danach nochmal auf? Ich hoffe mal, wenn du einmal kurz probierst. Das sollte eigentlich so sein, dass wir sie aufkriegen. Ja, genau so ist das. Also ich muss das Geräusch einmal filmen. Ich hatte das Mikro noch auf mich. Bitte nochmal auf und zu machen. Das könnte ich den ganzen Tag machen, ja. Bitte. Das ist geil. Aber das ist doch so. Ich meine, du machst das Ding zu, da fängt die Freude schon an. Dann das Zahlenkombinationsschloss. Also der Dieb hier grundsätzlich ist ja schon mal höher. Die Bereifung ist ja schon mal sehr hoch. Deswegen ist der Einstieg auch höher. Und das Thema Sicherheit ist hier, du hast hier Echtglasfenster mit drin, der Standard-Dieb, der irgendwelche Ducatos aufbricht oder irgendwelche Mercedes, der hatte keinen Bock drauf, der weiß im Zweifel, hat er noch keine Schulung bekommen oder wie er reinkommt. Also ich denke, an der Tür selber beißt er sich die Zähne aus, ja. Was das betrifft, an die Fenster kommt er gar nicht erst richtig dran und wenn er nicht mindestens mal eine 3,50 Meter hohe Leiter mitbringt, kommt er auch nicht aufs Dach. Ja, interessant ist auch, selbst die Flex würde hier, ich sag mal, wenig Spaß machen, denn die ganze Außenfront ist aus Glas. Das heißt, die müsste erstmal durchflexen und das macht doch keiner. Ihr habt ganz wenig Einbrüche in die Fahrzeuge. Nein, Einbruch ist in der Regel eine Gelegenheitssituation. Hier wird keine Gelegenheit geschaffen und wir haben so gut wie keine Einbrüche in unserer Fahrzeuge. Also das heißt, wenn ich es nicht auflasse, dann habe ich auch keinen Einbruch. Eine Besonderheit auch die Klappen. Ihr wart einer der Ersten, die Klappen gebaut haben. Ist eigentlich eine ganz simple Sache, die nach oben aufgehen und vollkommen grifflos sind. Das erinnert mich so ein bisschen an eine Designküche. Da waren ja grifflose Sachen, aber das hat ganz praktische Vorteile, oder? Selbstverständlich. Ich spare mir zum einen das Schloss. Auf der anderen Seite habe ich eine Zentralverriegelung da drin und kann sie immer öffnen, wenn ich draußen bin. Ich muss nicht erst suchen, wo ist der Schlüssel oder wie komme ich ran, sondern durch einen einfachen Sensor-Touch kann ich letztendlich die Klappe öffnen. Ja, was ich auch richtig cool finde, ist die Optik. Das heißt also diese schwarzen kleinen Löcher. Ich habe im Moment so ein Auto mit lauter kleinen schwarzen Löchern, obwohl ich Zentralverriegelung habe und habe gesagt, ich brauche die eigentlich gar nicht, weil aber ging halt nicht. Dann, dass sie nach oben öffnet, ist sehr praktisch. Also das werden wir gleich mal sehen. Ist sie auf? Kannst du sie mal aufmachen? Ich denke, sie ist offen.
Das alles, was du machst? Das ist alles, was ich mache und dann mache ich sie auf. Und das funktioniert auch morgen, oder? Das funktioniert auch noch morgen oder übermorgen. Du weißt ja, die Leute sagen immer, da wo Technik ist, geht auch was kaputt. Aber das baut ihr überall ein, das funktioniert. Das bauen wir ja ab der Carver-Baureihe ein, also in fast allen unseren Baureihen. Hat eine sehr hohe T-Grade, diese Option der Zentralverriegelung mit Sensor-Touch. Und sie funktionieren einwandfrei. Ja, ich sehe mal auch schon den Aufbau. Ihr habt überall Möbelverbinder im Einsatz. Denn ich sag mal, es bewegt sich kaum noch. Wir haben ja wahrscheinlich Vollluftfeder hier auf dem Auto, ja, was drauf ist. Aber diese kleinen grauen Dinger hier, die haben eine ganz wesentliche Aufgabe. Die sind, man kann sie bewegen. Die haben noch ein bisschen Spiel, oder? Die haben immer ein bisschen Spiel. Das sind die Möbelverbinder, die wir einsetzen. Darunter sitzt nochmal ein zusätzlicher Aluminiumrahmen, der damit auch abgedeckt ist dann hinterher, um wirklich die Stabilität des Doppelbodens zu sichern. Guck dir mal hier die Stahlkonstruktion an. Also die sind ja nicht auf 7,5 Tonnen. Hier darf auch ein bisschen massiver gebaut werden. Ja. Wobei, die hat ja eine besondere Funktion. Das hier ist eine Barversion. Und daran ist der Barsitz, der ja auch als Gurtplatz während der Fahrt genutzt werden kann, mit dem Fahrgestell verbunden. Ja, das Konzept ist ein Doppelboden. Ist hier noch eine alte drin in dem? Natürlich ist hier eine alte drin. Ja. Okay. Dann siehst du hier Doppelboden mit drin. Du hast also eine Heizung, die auf Gas und sogar elektrisch mit 3 kW heizen kann. Das ist schon mal Basis. Trotzdem kaufen Leute auch gerne mal eine Zusatzheizung. Ist die Standheizung eigentlich auch gern genommen hier? Die ist mittlerweile sehr gern genommen, weil unsere Fahrzeuge ja ganz jahres genutzt werden und fürs Wintercamping zusätzlich unerlässlich ist. Das heißt, ich habe eine Option mehr auf Diesel. Der Kraftstofftank, was hat der hier? Der Kraftstofftank bei diesem Fahrzeug dieser Größenordnung hat 390 Liter. 400 Liter. Und haben wir eine Besonderheit, das muss man den Leuten mal erklären. Wir haben ein Fahrzeug, das wiegt wie viel? 12 Tonnen? Nein, 18 Tonnen. 18 Tonnen. Ihr fahrt ja diese Fahrzeuge auf eigener Achse zur Messe, nehme ich an. Ihr holt ja jetzt keinen Transport daneben und sagt, hier, fahrt den mal hin. Nee, das würde auch nicht funktionieren. Klar, es gibt Spezialtransporte, die diese Fahrzeuge auch auf einen Tieflader setzen können. Aber dazu brauche ich dann auch eine Sondergenehmigung. Wir fahren die ganz normal auf Achse. So, und der Running Gag ist immer nach Düsseldorf, die Verbrauchsanzeige auf Null zu stellen, in Aschbach loszufahren und dann zu gucken, was der Hobel verbraucht nach Düsseldorf. Und da ist der Actros mit sensationellen Werten. Das darf man eigentlich keinem erzählen. Ein 18-Tonnen-Fahrzeug, habe ich gehört, du musst mich korrigieren, mit 16 Litern fährt man den. Ja, es geht sogar knapp unter 16 Liter. Der Rekord liegt bei 15,6, 15,7 Liter. Und das kann man erreichen aufgrund dieses, ich sag mal, wahnsinnigen Motors, der da eingebaut ist, der eigentlich auch einen Drehmoment hat, der total überdimensioniert ist. Aber das kostet keinen Spritverbrauch, sondern der Kunde kriegt Sicherheit. Der Kunde kriegt Sicherheit. Es gibt zusätzliche technische Fahrprogramme bei Mercedes, die es erlauben, satellitengesteuert vorausschauend den Tempomat einzuschalten, der natürlich dann auch frühzeitig wieder das Gas wegnehmen kann, wenn er weiß, aha, da kommt eine Kuppe und danach fahre ich bergab. Hast du gewusst, dass der ICE gar keinen Strom verbraucht? Nee. Nahezu keinen Strom. Nein, deshalb. Weil die genau die gleiche Technik nutzen, die nehmen den Schwung und rekuperieren die komplette Bremsenergie, wenn die den Berg runterfahren, wieder ins Netz zurück. Das heißt, wenn die vernünftig fahren, haben die eine Fahranzeige und der Gag ist immer, dass die irgendwie nur 3% Strom brauchen. Die brauchen zwar Anfahrströme ohne Ende, aber wenn der Hobel mal rollt, so ein ICE, dann geht er bei Berg und Tal. Und das ist ja, jetzt wird hier noch nicht rekuperiert, aber ich denke, es werden ja neue Antriebstechniken kommen. Das kann euch ja egal sein. Ihr seid ja Fahrzeughersteller, wenn jetzt zum Beispiel Mercedes-Benz etwas entwickelt, Hybrid oder ich sag mal entsprechend Wasserstoff, dann seid ihr dabei, oder? Na klar, sofort. Wir beobachten das auch, wie die Entwicklungen da voranschreiten und so wie wir die Möglichkeit haben, an diese Fahrgestelle heranzukommen, werden wir also auch technisch weiterentwickeln mit unseren Fahrzeugen. Das hier ist ein Einfamilienhaus auf Rädern und das kann man mit Fug und Recht behaupten. Und wenn die Leute heute sagen, naja, 700.000, 765.000, 210, dann muss man A sagen, das hier sind Messefahrzeuge, die habt ihr jetzt nicht in der Grundausstattung hier geordert, sondern da ist vieles drin, was man gerne auch mal zeigen möchte. Des Weiteren ist der Einstieg bei Concorde ja wesentlich günstiger, muss man sagen. Also man kriegt ja auch Fahrzeuge, sage ich jetzt mal, um die 300.000, 400.000, da geht es auch schon los, oder? Ja, selbstverständlich. Also in unserer Credo-Baureihe sind gut ausgestattete Fahrzeuge für knapp 300.000 Euro zu haben. Ja, das ist hier denn nicht so, aber wie ist denn so
ich sag mal, die Angst, einen Führerschein zu machen. Dass die Leute sagen, hier so ein, ach, so ein Zweierführerschein, ich habe da irgendwie Prüfungsangst und so weiter. Oder gibt es viele, die sagen, ich mache das mal in der Ferienfahrschule 2 Wochen. Bietet ihr sowas an? Wir bieten sowas an. Wir haben eine Kooperation mit einer Ferienfahrschule ganz bei uns in der Nähe. Letztendlich, die sich darauf spezialisiert haben, auch wirklich Reisemobilisten auszubilden mit für den großen Führerschein, die selber engagierte Reisemobilisten sind und deswegen auch ein Verständnis dafür haben, wie man an das Schulen des Fahrens eines LKWs herangeht. Der Wandaufbau. Also wichtig ist vielen Menschen, dass sie im Reisemobil ein leises Ambiente haben. Jetzt ist es so, dass sehr viele Hersteller eigentlich zwar gute Wände haben, aber du hörst draußen genau, was abgeht. Sogar die Leute sprechen. Das sind teilweise auch wegen den Kunststofffenstern, aber auch natürlich wegen der verbauten Dämmung und anderen Sachen. Wie ist das denn hier bei dem Auto? Auch hier sind wir auf höchstem Standard. Wir haben Styroform als Isolationsmaterial in den Seitenwänden drin. Wir sind in der Seitenwand 40 mm dick. Das führt schon dazu, dass ich eine sehr, sehr gute Dämmung habe. Die Glasfenster, die doppelt verglast sind, tun ein Übriges dazu. Doppelt verglast. Komm, wir gehen mal rein. Ja. Wow, ich bin ganz aufgeregt. Ich habe jetzt schon so viele gefilmt, aber Grundriss zu zeigen mal 10,90 Meter. Ist das ein ganz beliebter Grundriss unter 11 Meter, oder? Ja, das ist ein sehr beliebter Grundriss. Eine Besonderheit hier, Schiffsbodenoptik hat im Premium-Bereich, haben nicht so viele, oder? Ich weiß es nicht genau. Ich glaube, es sind nicht wirklich viele, die diese Optik des Bodens wirklich so anbieten und präsentieren. Wir haben immer wieder Anleihen an den Yachtbau. Das sieht man auch, wenn man in das Fahrzeug hineinschaut. Und von daher wird bei uns sehr gerne genommen. Der Yachtbau, das ist das. Also das dunkle Holz ist ja oft verschwunden. In den Yachten macht man sich dann nicht so viel Gedanken drüber. Da ist das, glaube ich, standardisiert. Wir drehen ja jetzt ganz viele Yachten auch auf der Boot, wo wir Trends zeigen werden. Und wenn wir jetzt reingehen, ihr habt es vielleicht eben gehört, wir hatten ein leichtes Grundrauschen. Und jetzt ist gar nichts mehr. Ich kann dazu die Tür noch mal zumachen. Mach mal zu. Das ist das Rauschen noch etwas leiser, obwohl die Dachfenster noch auf sind. Boah, das ist ja sensationell, Markus. Ja. Boah, wie leise der ist. Der wird auf einmal richtig leise. Der Ozonus läuft noch. Mach den mal aus. Also ich liebe den Ozonus, aber das war das Einzige, was jetzt noch ein bisschen... Genau, das war das Einzige, was du gerade noch gehört hast und jetzt ist Ruhe. Boah, ich hab einen Queens... Gehen wir gleich mal hin. Hm? Das ist mein Lieblingsbett, weißt du das? Nein, das weiß ich nicht, aber ich mag das auch sehr. Das Queensbett ist mehr wie zu Hause vom Einstieg her und das ist dann eher noch so ein kleines... Wir sind echt ohne Slide-Out hier drin, oder? Wir sind ohne Slide-Out und trotzdem sehr großzügig in der Kombination mit Barversion. Was auch gerade... Ich zeige euch erstmal was. Markus, geh mal gerade einen Schritt zurück, bitte. Da ist ein Hubbett drin, ja? Und üblicherweise hast du das Problem, dass bei Hubbetten die Einschränkung extrem ist im vorderen Bereich. Also die, klar, stehen kann ich jetzt nicht mehr, aber auch die gefühlte Einschränkung hier gar nicht. Was habt ihr gemacht? Wir haben es schräg gesetzt beim Hochfahren, um dadurch die Kopffreiheit Richtung Wohnbereich zu erhöhen. Krass, ist komplett offen. Das heißt, die vorderen Sitze werden ja auch mitgenutzt. Genau. Und jetzt sind ja nicht alle Leute so groß wie du. Du bist, wie groß bist du? 1,93. Der wandelnde Albtraum für Wohnmobilverkäufer, die sagen wollen, sie haben viel Platz im Wohnmobil. Und deswegen finde ich immer gut, mit dir zu drehen, denn du hast über 2 Meter Stehhöhe hier. Du hast fast 2,08 Meter an Stehhöhe und damit kannst du wirklich auch sehr angenehm und aufrecht hier drin stehen. Was habt ihr hier denn gemacht hier oben? Ist es beledert oder was ist das? Das ist alles beledert von den Innenverkleidungen des Daches her. Die Baldachine alle beledert? Die Baldachine alle beledert. Einfach auch mit dem Hintergrund, auch hier Wertigkeit auszustrahlen und gleichzeitig aber auch sehr viel Ruhe in das Dach reinzubringen. Ah, das bringt nochmal Dämmung. Es klappert dann nicht mehr. Genau. Das sind alles so Sachen. Die Linien werden viel gleichmäßiger. Die Dachaufbauten sind ja zum Teil sehr unterschiedlich gesetzt von den Fenstern. Und wenn ich das nochmal einmal einfasse, dann kriege ich eine viel ruhigere Linie und eine geradere Linie in die Dachgestaltung hinein. Die Sitze haben Luftfeder? Die haben Luftfederung, ja. Natürlich. Also das kennt man ja beim LKW. Wenn du mir mal kurz erklärst, was das ist, Luftfeder, für jemand, der das noch nie gesehen hat. Du merkst es gerade schon, als du dich auf den Sitz draufgesetzt hast, gibt er schon so ein bisschen nach. Die sind letztendlich an das Druckluftsystem des LKWs mit angeschlossen und federn damit dann ganz sanft jeden Stoß, der auch von der Straße her kommen kann, ab. Ist Serie, glaube ich, bei LKWs und Reisebussen und so weiter. Genau. Jetzt fährt er zusätzlich noch auf Luftfeder. Das hat natürlich auch einen ganz praktischen Vorteil, so eine Luftfederung. Die passt sich, glaube ich, automatisch an die Beladung. Die Fahrstabilität wird unglaublich unterstützt, oder? Genau das ist es. Also sie passt sich dem Gewicht des Fahrzeuges immer wieder an. Und damit wird das Auto immer optimal auf die Straße gebracht. Kannst du mir einen kleinen Gefallen machen? Ja. Wenn dich mal gerade da reinstellst und mal versucht, so richtig zu wanken, so ein bisschen... Das wird uns nicht gelingen. Wird es nicht gelingen, weil ich befürchte.
Aber mach mal so ein bisschen, vielleicht so ein bisschen. Aber nix? Da geht gar nichts. Gar nichts? Nein, der steht. Also was, worauf ich hinaus will ist, darf ich gerne nochmal setzen, der schnarchende Ehemann, ja, das ist ja sind immer, das Coole ist bei so Gender-Sachen, ich kann immer haten über die Männer, ja, das ist so herrlich, weil ich ja selber einer bin, sind meistens die Männer, die schnarchen. Und es könnte sein, also wir haben ja viele Ehepaare, die schlafen dann auch mal getrennt, weil der Mann ja wirklich sägt wie so ein und so weiter. Und wenn der dann ins Bett steigt, und Frauen empfindlich sind und sich, du weißt das selber, ja, der geht ins Bett rein und die Bewegung wird hinten 1:1 übertragen nach vorne und umgekehrt, ja, dann wacht die Frau auf, das hast du hier kaum, oder? Das hast du gar nicht. Also dieses Auto überträgt keine Bewegung nach hinten, weil es einfach komplett ruhig steht. Da ist eine Hubstützenanlage drauf, glaube ich, aus dem Baumaschinenbereich, ne? Die kommt aus dem Fahrzeugnutzbereich, das ist richtig, und stabilisiert das Fahrzeug perfekt zum Boden hin. Die Sicherheit hier, also vielleicht auch eine Besonderheit, wir haben in Mercedes-Benz, es gibt viele rechtliche Vorschriften, die eingehalten werden müssen, zum Beispiel ein Abbiegerassistent, dass man niemanden zu Tode fährt, wenn man zum Beispiel um die Kurve geht, ist der eingebaut? Nein, der ist in diesem Fahrzeug speziell hier nicht eingebaut, weil er noch keine gesetzliche Vorschrift für Reisemobile ist. Wir haben ihn als Option und wenn ein Kunde ihn wünscht, kann er ihn bekommen. Also kauft das bitte. Ich kann euch nur sagen, also es ist mittlerweile vorgeschrieben, Schrittgeschwindigkeit beim Rechtsabbiegen. Viele sagen auch, ist kein Problem. Jetzt ist vielleicht auch das Fahrzeug nicht zwingend mit der Bodenfreiheit, dass die Leute direkt runterkommen können. Es ist vielleicht noch ein Ticken sicherer. Die Leute, die fahren, das sind LKW-Fahrer, die haben eine LKW-Ausbildung. Das heißt, die Fahrzeugvorkontrolle, all das müssen die machen. Das ist ja kein Pkw-Führerschein, den man hier durchführt. Das ist eine hohe Verantwortung, so ein Auto zu fahren, oder? Definitiv ist es. Und man sollte immer sehr sorgfältig an die Abfahrt herangehen, das Fahrzeug in aller Ruhe noch einmal überprüfen, ob alle Funktionen sichergestellt sind und ob es wirklich zu 100% verkehrsbereit ist. Wichtig ist, glaube ich, vernünftiges Fahren in Berg- und Passstraßen. Und das Fahrzeug hier unterstützt einen maximal. Die 18 Tonnen werden wahrscheinlich über eine Motorbremse und über eine Wirbelstrombremse abgebremst. So, wie funktioniert das hier? Wirbelstrombremse, ein Retarder ist nicht drin in dem Fahrzeug. Mercedes bietet ja speziell zusätzlich nochmal eine High-Performance-Motorbremse an. Die ist wirklich gut, oder? Die ist perfekt. Und die reicht auch bis 18 Tonnen mehr als aus, um das Fahrzeug wirklich über den Motor sehr souverän runterbremsen zu können. Wir haben einen großen Motor. Was hat der für einen Hubraum? Der hat 10,7 Liter. Ah, okay. Das heißt, je größer der Hubraum ist, desto niedriger die Drehzahl und die Motorbremse ist dann umso effektiver. Wenn du mir kurz beschreibst, wie die funktioniert, so eine Motorbremse. Da fragst du mich jetzt echt was gut. So, soll ich es erklären? Ja, ist ja nicht so schlimm. Also da ist eine Klappe im Auspuffsystem, sodass die Auspuffgase nicht mehr entweichen können oder kaum noch entweichen können. Und das hindert dann die Kolben beim Drehen. Also es ist so, der hat mir einer mal erklärt. Ja, und das ist so so ein Klappensystem. Aber ich muss dazu sagen, Markus, ich habe dich gestern vor deinem Chef bis zum Anschlag gelobt. Denn du bist verantwortlich schon seit langen Jahren für das Thema Marketing und Vertrieb. Du machst zum Beispiel etwas, was unter Concorde-Leuten gesammelt wird. Ja, das ist euer Jahreskatalog. Es gibt Leute, die wollen gar kein Auto kaufen. Die kommen bei euch an den Stand, sacken den Katalog ein und haben zu Hause eine richtige Sammlung der letzten 20 Jahre aller Kataloge von dir. Und die hast du gemacht. Ja, seit 10 Jahren bin ich bei Concorde verantwortlich für Marketing und Vertrieb. Und seitdem gestalte ich auch die Kataloge und präsentiere die Fahrzeuge dort in unseren Printunterlagen. Und es ehrt mich natürlich, wenn Kunden wirklich die Kataloge jetzt als Sammelobjekt ansehen und Jahr für Jahr vorbeikommen, um sie letztendlich dann hinterher ins Regal oder in die Vitrine zu stellen. Okay, ich könnte dich aber sonst alles fragen wahrscheinlich. Ich habe dich jetzt wahrscheinlich mit dieser Motorbremse erwischt. Ich frage mal gerade, was ist das hier, was wir hier sehen? Das da. Das sind die Monitore zum einen für das Kamerasystem, sowohl für das Birdview-System als auch für die Bordstein- bzw. die Bugkamera des elektronischen Mirrorcam-Systems dann hinterher. Bertio, ich sehe das Auto von oben. Ich sehe das Auto von oben, genau. Also der hat beide Systeme drin, der hat die Mirrorcams drin und hat das Birdview-System drin. Okay, das ist in der Praxis bei so einem Auto, glaube ich, sehr sinnvoll, oder? Ich persönlich empfinde es als sehr sinnvoll, weil ich mit beiden Systemen wirklich souverän rangieren und fahren kann. Und gerade das Rangieren an engen Stellen auf Stellplätzen oder Campingplätzen wird mir ungemein erleichtert, weil ich wirklich jede Ecke des Fahrzeuges sehe. So, M-Bux hat er auch? Oder was ist hier drin? Das ist ein Garmin, habt ihr eingebaut? Das ist ein Garmin.
Das Navigationssystem von Garmin. Ist abnehmbar, deswegen hier oben. Wenn ja. Das mal gerade mal machst, bitte einmal, weil das ist so ein kleiner Gag. Man kann nämlich die komplette Reiseplanung kann man auch auf dem Schoß machen. Genau. Da ist ein Magnet hinten dran. Genau. Ich kann die Reiseplanung auf dem Schoß machen. Ich kann sie aber auch einen Abend vorher bei einem Gläsle Wein unter der Markise machen, wenn ich von meinem Urlaubsort weiterfahren will. Ich kann alle Punkte schon eingeben, kann sie abspeichern, packe am nächsten Morgen das System einfach wieder in die Halterung rein und kann losfahren. Und die Höhendaten sind auch drin von den Fahrzeugen, gell? Abmessungen sind individuell angegeben, was ich aber auch bei einem Auto mit 3,98 Meter Höhe als sehr wichtig empfinde. Er kommt aus dem Bootsbau, also ist in allen Bereichen eigentlich top und im LKW wird das auch verwendet. Dann hast du hier natürlich alle Helferlein, Abstandstempomat und so weiter. Ich glaube, das ist sogar Pflicht mittlerweile, also Notbremsassistent. Genau. Die Dinge sind beim LKW mittlerweile Pflicht und werden von uns auch genauso übernommen. Kann man den Sitz drehen, wenn das Lenkrad da ist? Geht das? Den Sitz kann ich drehen. Das Lenkrad haben wir jetzt gerade angehoben. Das geht ja auch über die Druckluft des Fahrzeuges. Ich muss ein Stück hochgehen. Dann einmal kurz nach hinten. Und kann dann. Das war's. Bei meinen langen Beinen stoße ich schon mal an. Aber das ist bei 1,93 Länge nichts Ungewöhnliches und bringe ihn dann in die Position, dass ich fahre. Also 1,93 ist kein Problem, wie wir sehen. Ihr habt ja viele große Männer und Frauen, die solche Fahrzeuge fahren. Das Thema, ich habe es eben schon gesagt, Schallisolierung oder Schalldämmung. Ja. Da habt ihr ganz großen Wert drauf gelegt. Eure Fahrzeuge wirklich zu den leisesten der Serienbauern überhaupt. Ja. Ihr habt einen speziellen Schaumstoff verwendet, der sehr, sehr schwer ist und der sehr, sehr, sehr gut isoliert. Wie ist denn das Geräuschverhalten hier beim Actros? Es wird extrem leise. Wir sind auf Pkw-Niveau. Wirklich? Wirklich auf Pkw-Niveau im Innenbereich. Und wir laden jeden herzlich ein, das Auto zu fahren, unter der Voraussetzung, dass er den Führerschein der Klasse C hat. Aber wir haben nicht nur in der Dämmung sehr viel getan, was also auch die Spritzwände Richtung Motorraum betrifft, sondern wir haben den Hilfsrahmen, den wir ja hier aufgesetzt haben, um die Böden anzupassen, auf die Lenkblöcke gesetzt und haben ihn damit entkoppelt vom eigentlichen Fahrgestell, um jedwede Schwingung da auch nochmal rauszunehmen, was natürlich die Geräusche ebenfalls nochmal reduziert. Ich habe mal eine Frage. Ich fahre ja zurzeit ein 2,40 Meter Auto, okay? Ja. Warum ist der 2,50 gefühlt doppelt so breit? Was ist das irgendwie ein magischer Trick, die 10 Zentimeter? Es ist kein magischer Trick. Also 10 cm macht im ersten Moment erstmal sehr viel aus, auch wenn es sich nicht an viel anhört. Und wir haben aber bei der Linienführung darauf geachtet, dass möglichst hohe Elemente nicht unmittelbar gegenüberstehen. Und dadurch kriegt das Auto natürlich eine sehr große Weitläufigkeit und wird offen. Ah, nur eine Seite ist hoch dann in dem Fall. Beziehungsweise, oder versetzt, das siehst du hier ja auch ganz gut. Und dadurch, dass wir in den Badbereich mit hineinschauen, wirkt das Auto sehr geräumig und sehr offen. Das Thema Marktforschung ist, glaube ich, euch ganz, ganz wichtig. Also ihr setzt nicht euren Designgedanken durch auf Teufel komm raus, sondern ihr fragt wirklich ganz aktiv die Community. Was wollt ihr haben? Welche Farben wollt ihr haben? Ich nehme an, das Leder hier, das ist nicht ohne Grund hier drin, oder? Ganz sicher nicht. Das ist also der Trend, den wir momentan verzeichnen. Und wir haben bei den hellen Lederfarben haben wir auch eine Tegret über alle Baureihen drüber weg. Die liegt bei ca. 70%. Das ist helle Farben, dunkles Holz, die Abwechslung. Du kaufst ja hier praktisch eine Designer-Eigentumswohnung, die fix und fertig eingerichtet ist. Ja, nicht so, dass ich jetzt hier die Möbel mitnehme. Du kaufst auch die Designer, die das entwickelt haben, mit. Was kann der Kunde denn alles hier bestimmen? Er kann sehr viel bestimmen. Er kann angefangen bei den Lederfarben, letztendlich kann er die Möbelfarben bestimmen, er kann die Farbe der Dachschrankfronten bestimmen, er kann die Farbe des Fußbodens eigen bestimmen, dann hinterher, wo wir unterschiedliche Möglichkeiten haben. Er kann die Fensterdeko eigen entscheiden und bestimmen, wie er sie haben möchte. Wir gehen aber auch in Details rein, wenn er gewisse Veränderungen des Möbelbaus haben möchte, so kann er dies hier ohne weiteres auch bekommen. Hat die Couch noch eine Funktion? Kann man da was machen? Weil das irgendwie so einzeln? Sie hat keine weiteren Funktionen, sie hat sehr viel Stauraum. Ach, Stauraum? Ah, das ist aber so versteckt, dass du das nicht siehst, gell? Überall nochmal Schubladen drunter, denn Stauraum ist ja mit so das Wichtigste, was man in einem Reisemobil haben kann. Das ist komplett eben. Das ist aber auch eine Herausforderung, also den Boden ganz eben zu machen. Eine Frage, die oft kommt, man kann das Fahrerhaus ja nicht abkippen. Ja. Das ist. Gemäß Richtlinie von Mercedes-Benz ist diese Öffnung gemacht. Das heißt, jede Werkstatt, wo ich hinfahre, kann das servitieren.
Das ist richtig. Darüber hinaus ist es nicht nur eine Richtlinie, sondern wir sind bei Mercedes zertifiziert, sodass alle Mercedes-Vertragswerkstätten gleichzeitig die Informationen über die Fahrgestellnummer bekommen, wie dieses Fahrzeug aufgebaut worden sind, welche Umbauten am Chassis von Mercedes direkt vorgenommen worden sind oder welche Veränderungen wir noch vorgenommen haben. Das Auto ist im Preis mit drin. Das Auto ist im Preis nicht mit drin. Nee, das Fahrgestell meine ich. Das Fahrgestell ist natürlich mit drin, ja. Okay, ja. Das Auto hin nicht, aber ja. Ich muss ja noch mal fragen, wenn wir allein mal, ich sag mal, die Chassis zu kriegen im Moment ist ja auch nicht easy, muss man ganz offen sagen. Also welche zu kriegen, ihr habt die lange vorgeordert, auch manchmal hat man das Gefühl, die werden verlost. Wir irgendwie kommen, da seid ihr genauso dran wie alle anderen auch. Also die Spediteure werden ja teilweise auch gefragt, könnt ihr die Autos ein bisschen länger fahren? Das könnt ihr ja nicht. Nein, das können wir nicht. Wir sind manchmal in der glücklichen Situation, dass unsere Ausstattungsvarianten andere sind als bei den Spediteuren, dass wir auf bestimmte Dinge verzichten können, weil wir ja sehr viel von der Kabine nicht verwenden dann hinterher, haben aber dennoch eine Vorlaufzeit von bei Mercedes von mittlerweile fast 14 Monaten. Das bedeutet, Entschuldigung, ganz oft, also ich kriege jetzt auch einen Concorde von euch, ein Iveco Daily 4x4, ein außergewöhnliches Fahrgestell und Sabine hat mich angerufen, du, dauert noch 3-4 Monate länger. Das kann immer mal passieren, oder? Diese Lieferterminverschiebungen, ja, die können passieren. Bei Iveco sind sie glücklicherweise nicht ganz so häufig. Das tut mir leid, dass du davon betroffen bist. Bei Mercedes haben wir häufiger damit zu tun, dass wirklich Termine wieder verschoben werden. So, hier ist ein Rollladen drin. Ja. Und das ist natürlich die Wärmebrücke, die hier am meisten stört, ist, glaube ich, die große Frontscheibe, die aus Sicherheitsgründen nicht irgendwie doppelverglast sein darf und so weiter. Jetzt weiß ich, dass das Ding da klappert von einem anderen Hersteller. Ist schon ein paar Jahre her, dass der das gebaut hat. Klappert der? Der klappert nicht. Ich kann ihn oben auf Spannung bringen, kann ihn festsetzen dann hinterher, dann klappert er weder während der Fahrt und wenn ich im Stand bin, kriegst du das Auto eh nicht bewegt und da klappert er genauso wenig, wenn er komplett geschlossen ist. Was sensationell. Ich habe ihn ja so geliebt, wenn er nicht so geklappert wäre. Ja, deswegen frage ich ganz explizit, aber viele haben das Klappern wirklich moniert. Das habt ihr gelöst, oder? Das haben wir gelöst. Da sind wir rangegangen. Krass, auch hier unten, dieses Raumgefühl unter dem Hubbett, das habt ihr so gut, es ist so krass gelöst. Habt ihr das schmaler gemacht? Kann das sein? Das Hubbett ist nicht schmaler geworden, nein. Gut, vielleicht ist auch die Gesamthöhe, die hier höher ist bei dem Fahrzeug. Es ist sicherlich so, dass die Raumhöhe mit dazu beiträgt, dass wir das Bett sehr hochziehen können. Wie viel Prozent der Leute kaufen denn diese Bar-Version? Also diese spezielle Version, die sehr, sehr offen ist, wo du einen dritten Platz hast, der eigentlich bis auf die Luftfederung, glaube ich, den gleichen Komfort bietet wie vorne. Wird das oft genommen? Das wird schon recht häufig genommen. Interessanterweise sind es aber eher zwei Personen, die diese Raumaufteilung nutzen und auch bevorzugen. Hängt sicherlich auch damit zusammen, dass ich eine sehr große Freiheit bekomme, also Bewegungsfreiheit bekomme, sowohl an der langgezogenen Couch als auch einen Sitzplatz mit Tisch habe für zwei Personen, die wirklich perfekt hier sitzen können, zum Essen, Frühstücken oder sonstig. Also ich habe mich jetzt für eine andere Version mal ausnahmsweise entschieden. Muss sagen, dass die Barsitzgruppe bei 2,50 Meter natürlich besonders zur Geltung kommt, weil die 10 cm genau jetzt hier drin sind. Bleib ruhig mal sitzen, dann zeige ich mal gerade die Laufwege. Wir haben kein Slide-Out hier drin und das Fahrzeug fühlt sich an vom Raumvolumen her, es ist alles andere wie eng. Es ist weiträumig, das Hubbett merkst du gar nicht. Also es ist so, wenn die Leute kommen, ich möchte gerne hier vorne Schränke haben und so, hier werden ja auch Schränke drin üblicherweise, denn oft, die denn dabei sind. Und das Hubbett, also das flecht mich jetzt total. Ist es hier eine Mikrofaser, die drunter ist? Das ist eine Mikrofaser, die hier drunter ist, ja. Und die Seitenelemente sind mit Leder bezogen. Ja, ihr habt etwas eingebaut, der Ozonos, und das kann ich jedem nur empfehlen. Also ihr habt den nicht ohne Grund drin, denn die Fahrzeuge entwickeln mit diesem Gerät überhaupt keinen Eigengeruch mehr. Also es ist egal, ob man einen Hund hat, vielleicht Raucher ist, mit den Raucherklamotten nochmal reinkommt und so, das Fahrzeug nimmt nichts mehr an. Das ist richtig. Auch wir haben mit Ozonos eine Kooperation geschlossen, dass sie in den Fahrzeugen installiert sind und hier gerade auf dem Messen aber nicht nur eine Geruchsreduktion vornehmen, die ganz stark ist, sondern gleichzeitig auch Keime, Bakterien reduzieren und auch eliminieren. So, jetzt lass uns doch mal dahin blicken. Könntest du mir das Hubbett mal runtersenken, bitte, Markus? Ja, das kann ich. Ich komme immer noch nicht drüber weg. Ich will mal ganz kurz die Sitze absenken. Also wenn irgendeiner das Thema Motorbremse reinschreibt in die Kommentare, werde ich ihn persönlich löschen. Ja, das ist so, der Markus kann nichts dafür. Denn, weißt du, man, es gibt doch jeden Tag, an dem man wieder eine Kleinigkeit dazulernt.
Und genau das habe ich heute Morgen von dir gelernt. Ich finde das auch sehr schön. Und ich kann auch gut zugeben, wenn ich mal was nicht weiß. Das Entscheidende ist, ich hätte gewusst, wo es steht. Und ich glaube, das ist viel wichtiger. Das Schöne ist ja in deinem Laden, ihr habt ungefähr, wie viele Leute habt ihr? Wir haben gut 400 Leute. Das Schlimme ist, ihr habt Spezialisten für alles, also für Bustechnik, für Elektrik, für Motortechnik. Ihr habt auch Spezialisten, die sich wirklich mit Mercedes perfekt auskennen, oder? So ja. Kleinigkeiten auch determinieren können, sagen können, was ist denn das jetzt ganz genau? Ja. Und ich sag mal, schlau ist der, der weiß, wie man fragen muss, oder? Genau, das ist richtig. Die meisten fragen ja Google. Das ist der... Boah, ist das ein Bett? Das ist, weißt du, was mir gut gefällt? Es ist nicht zu groß. Und ich glaube, das macht es auch nochmal fürs Raumgefühl aus, oder? Genau, das ist es. Und durch den Vorhang, der rechts und links sitzt, gibt es so ein bisschen kleine Höhlenähnlichkeit vom Charakter her und wirkt sehr gemütlich. Man kann vorne noch zumachen, wie in der First Class, oder? Richtig. So, jetzt hast du hier Liegefläche. Was ist das? 1,50 m, 1,60 m? Das ist 1,40 m, die wir hier haben, auf 2 m Länge. So, kommen wir mal auf so Kleinigkeiten wie die Matratzenqualität. Ja, der Kunde möchte ja nicht direkt, ich sag mal, sich sofort eine neue, er kann das machen, er kann seine Matratze mitnehmen. Ja. Das ist ein Standardmaß, das kann man sich anfertigen lassen. Da gibt es Leute, die auch wirklich, ich sag mal, die Matratzen fertigen. Aber ihr sagt, erstmal drauflegen, bevor man irgendwas bestimmt. Die sind sehr gut. Also ich persönlich empfinde sie als sehr gut. Es ist die Evopore, die letztendlich hier drin ist mit einem Watergel-Kern. Und ich habe sie als so gut empfunden, dass ich mir genau diese Matratze für mein Bett zu Hause bestellt habe und die liegt da drin. Witzigerweise genau mit dem Concorde-Schriftzug als in dem Schoner mit drin. Hm. Da hat sich meine Lebensgefährtin drüber gefreut und hat gesagt, jetzt nimmst du die Arbeit auch noch mit ins Bett. Weil die ja bestimmt scharf drauf ist, auch noch Concorde im Schlafzimmer zu haben, genau. Ja, wenn es da ist. Du lebst die Marke ja total. Wenn du mir das gerade mal anhebst, darf ich da mal drunter schauen? Hier die Matratze. Die Matratze, ja, genau. Gerne. Ich kann mal schauen. Auch da habt ihr nicht gespart. Ist das das, was ich glaube zu sehen? Ich weiß nicht, was du glaubst, was es ist. Es ist ein Caravings Bettauflagesystem, das Einzelteller hat. Das bedeutet, ich liege hier eigentlich, obwohl ich jetzt nicht die Boxspring-Dicke habe, eigentlich in Boxspring-Qualität, oder? Genau. Also bestmöglichste Qualität, die du in einem Bett so gestalten kannst. Die Gewährleistung, wenn ich sowas kaufe, wie lange habt ihr Gewährleistung auf die Produkte? Wir haben 24 Monate Gewährleistung auf die Produkte. Der Kunde kann, wenn er will, so oft kommen, wie er will. Das heißt, ich habe das ja oft so, dass Leute kommen, Fehler sammeln. Es kann immer mal so Kleinigkeiten, können immer mal passieren. Was weiß ich, was ist so typisch? Ein Schrank geht nicht richtig zu oder die Spaltmaße stimmen nicht 100%. Also bei den Spaltmaßen, um einfach mal direkt vorne wegzugehen. Es wäre vermessen zu behaupten, dass wenn ein Fahrzeug neu aus dem Werk geht, dass die Spaltmaße, die wir eingestellt haben, wirklich exakt auch so bleiben. Ein Fahrzeug bewegt sich einfach während der Fahrt. Es verwindet sich auch nochmal und wenn das mal ein bisschen bewegt worden ist, werden die sicherlich nochmal nachjustiert werden müssen. Das ist jetzt so eine Standardsache, die wir auch regelmäßig dann machen. Aber guck mal hier, die Spaltmaße. Wir haben ja keinen GFK-Monocoque hier und trotzdem seid ihr so vermessen, relativ enge Spaltmaße hier zu verwenden. Ganz eng geht nicht, also das Fahrzeug bewegt sich immer noch ein bisschen. Genau, ganz eng geht nicht. Aber wir haben auch die Möglichkeiten, die Klappen wirklich dann exzellent einzustellen, weil wir auch einfach darauf achten, dass wir sehr hochwertige Scharniere einsetzen. Ja, auch die haben sogar noch kleine Dämpfer mit drin. Ich gucke mir das mal gerade, dass man also das Ganze nochmal gedämpft wird. Die Möbelqualität, das ist ja Leichtbau immer noch. Oder habt ihr hier anderes Holz verwendet, wie bei den 7,5 Tonnen? Nein, das ist das gleiche Holz, wie wir bei den 7,5 Tonnen verwenden. Also es ist nicht praktisch eichenmassiv, sondern alles ist auf Leichtbau getrimmt. Das Ganze soll ja auch während der Fahrt nicht zu viel Sprit verbrauchen. Das hat man. Ihr habt ganz viele Unterschiede, die total genial versteckt sind. Ich habe ein Interview geführt mit dem Herrn Jenert. Ja. Du weißt, worauf ich hinaus will. Ja. Hier ist ein rollender Konzertsaal. Und viele betonen das, zeigen irgendwelche Spezialreceiver für 100.000 Euro und Co. Und der Jenert sagt, ey, bitte erstmal hören, bevor ihr da irgendwie 100.000 Euro ausgibt. Das klingt so sensationell. Und dahinter ist ein Lautsprecher, nehme ich mal an, oder? Das ist richtig. Dahinter befindet sich hier jetzt ein Lautsprecher, wie an anderen Stellen ganz genauso. Wir arbeiten mit der Firma Jenert sehr eng zusammen. Der Herr Jenert wird regelmäßig zu uns ins Werk geholt, um die Fahrzeuge wieder neu einzumessen und abzustimmen, um die Soundsysteme und auch die Subwoofer auf einen perfekten Klang zu bringen, weil die Möbel ja immer wieder das Geräusch, das sie weitergeben, dann auch verändern.
So, ich habe gedreht bei zertifizierten Concorde-Händlern, muss man sagen, die eine Qualität natürlich hinliefern, auch in der Nachrüstung, die ist wie im Werk. Allerdings kriege ich es jetzt auch ab Werk direkt. Und das ist ja vielen Leuten wichtig, die sagen, da muss ich nicht nochmal zum Händler fahren und so weiter und so fort. Kriegt man alles ab Werk bei euch? Also nahezu alles komplett, wenn ich das möchte, wie bei Porsche? Ja, es gibt nur ganz, ganz wenige Dinge, wo wir dann ganz zum Schluss auch sagen, nein, das können wir leider nicht direkt ab Werk machen, sondern das sollten wir in der Nachrüstung machen. So, also fängt an. Die Ausstattung hier bei dem Fahrzeug ist ja sensationell. Der hat einen, ja, als hättet ihr nicht genug Leistung da, aber manchmal scheint auch nicht die Sonne, du hast keinen Landstrom, stehst mal ein paar Tage, der Booster ist ja nicht aktiviert. Ein Teller habt ihr eingebaut, was ist das? Genau, das ist ein Gasgenerator, der in dem Fahrzeug hier jetzt zusätzlich mit drin sitzt, einfach zur Stromerzeugung. Den mache ich an und der ist relativ leise geworden, muss man sagen. Aber direkt am Campingplatz mit dem Nachbarn nachts um 3 kannst du nicht anmachen, oder? Nein, man sollte sich an Grundspielregeln schon so ein bisschen halten, wenn man mit so einem Fahrzeug unterwegs ist. Und nachts um 3 würde ich weder einen Generator anmachen noch eine Klimaanlage laufen lassen. So, wir können jetzt mal den ultimativen Test machen. Jetzt sind ja im Moment noch die Fenster offen. Draußen haben wir jetzt ungefähr 110 dB, richtig? Das ist korrekt, ja. Und wir können uns hier flüsternd unterhalten. Wir können uns Gott sei Dank noch sehr gut unterhalten, denn das ist die Begrüßungsmusik der CMT. Der Tag geht jetzt gleich los. Man mag es mal gerade aufmachen, dass ja. Wir mal hören, wie laut die ist. Bitte schnell zu. Krass. So, jetzt gucke ich mal gerade, irgendein Fenster ist nämlich noch offen, was wir haben. Ja, das Dachfenster direkt hinter dir ist offen. Ach, das ist offen, ja. Okay, das muss aber auch offen bleiben. Jetzt ist die Beleuchtung drin. So, kommen wir nochmal auf so kleine Details. Ihr habt wirklich in der Auswahl eurer Vorlieferanten Wert drauf gelegt, dass das Ganze zuverlässig funktioniert, aber auch Komfort bietet. Zum Beispiel so eine Dachklimaanlage, die sollte ja nicht brüllend laut sein. Ja? Und Telair hat sich da herausgestellt, die sind einer der leisesten, oder? Definitiv. Also gerade die Baureihe Silent, nicht ohne Grund heißt sie wahrscheinlich bei Teleco auch so, der Telair Klimaanlagen ist eine besonders leise Klimaanlage, sowohl außen als auch im Innenbereich. Das ist krass, ja. Die alte Heizung, vielleicht nochmal darauf einzugehen, für Leute, die das noch nicht kennen, das ist eine Heizung, die mit warmem Wasser wie zu Hause funktioniert. Es gibt ganz viele Leute, die sehr zugempfindlich sind und die können sich eigentlich nicht beschweren bei der Heizung, oder? Ja, weil kein Zug entsteht. Die ALDE ist ja ein klassisches Warmwasserheizungssystem, das über Vektoren und Rohrleitungen funktioniert, wo der Wärmeaustausch thermisch erfolgt durch die natürliche Verschiebung der Luft dann hinterher, dass warme Luft nach oben steigt und die kalte nach unten fällt. Das sieht man hier sehr schön. Da sind Heizradiatoren drin, wie zu Hause. Die sind ein bisschen kleiner. Genau. Die funktionieren ganz normale Konvektion. Das heißt, Leute, die hitzeempfindlich sind, die Wärme ist sehr angenehm. Das heißt, du merkst eigentlich gar nicht, dass eine Heizung läuft. Das ist im Vergleich zu Luftheizungen, genau. Kann man gar nicht vergleichen. Oder? Eine Gebläseheizung, die trocknet die Luft und die nimmt die natürliche Luftfeuchtigkeit aus der Luft des Innenraums heraus, die bei einer alten Warmwasserheizung erhalten bleibt. Ihr habt Heizkörper, ihr seid ja Trendsetter, das muss man schon mal sagen. Ja. Ihr habt... ich habe einen Heizkörper entwickelt, den man nicht mehr sieht. Und das kam daher, die Röhrenheizkörper waren zwar nett, aber die Reinigung war immer ein Albtraum. Reinigung ein Albtraum, sie nehmen Platz weg. Und wir haben uns Gedanken darüber gemacht, wie kann ich ein Handtuch auch anders erwärmen. Eine Fußbodenheizung gibt es, da werden die Heizschläuche in den Boden hineingepresst, was wir ja genauso tun. Und haben dann auch gesagt, das können wir nicht nur im Fußboden, das können wir auch in einer Seitenwand des Aufbaus ohne weiteres. Und so ist der Handtuchwärmer entstanden, bei dem man im Grunde dann den Heizkörper selber nicht mehr sieht. Du magst mal ganz kurz das Handtuch wegnehmen, dass man das mal sieht. Jetzt glauben die Leute, wer was dahinter, das ist alles und das kann ich leicht reinigen, oder? Das ist alles, genau. Das kann ich leicht reinigen und nicht nur der obere Teil wird erwärmt, auch der untere Teil wird erwärmt. Was immer nervig war, der Staub sammelt sich auf den Röhren drauf, den immer, keine Chance, ja. Kannst du nicht verhindern. So und jetzt, liebe Herren der Gunst, ja, Damen erzeugen ja keine Gerüche, wenn sie aufs Klo gehen, aber die Herren... Die sitzen ja auch immer gerne lange drauf, ja, was ja auch nicht so gut sein soll für die Gesundheit. Aber ihr habt hier ein Sogsystem bei einer Festtanktoilette verbaut, sodass die Gerüche, wenn du die mal gerade öffnest bitte, ja, na klar. Die werden abgesaugt und nach außen geleitet. Nicht nach außen geleitet, sondern hier ist ein Aktivkohlefiltersystem mit drin, das dann im Grunde die Luft reinigt und dann wieder nach außen rausgibt. Das ist das Prinzip wie eine Dunstabzugshaube, die ich in der Wohnung hängen habe. So, auch das habe ich nicht gewusst. Ich glaube, es gibt auch das Sogsystem, das nach außen, das geht hier, glaube ich, gar nicht bei dem System. Gell? Genau, bei dem System, so wie wir es installieren, funktioniert das nicht, dass wir nach außen ableiten. Hier reinigen wir über einen Filter. Warte, ist der gerade an? Ja, die Heizung ist an. Also ich gehe drauf und der Filter ist effektiv, das funktioniert. Genau. Automatisch, so wie ich den Toilettendeckel hochnehme, du hast gerade gehört, jetzt geht's hier aus.
Jetzt ist sie wieder an. Tecma. Jetzt werden Leute sagen, oh, Tecma, wieder mal Fernost, habt ihr keine besseren Toiletten. Das sind High-End-Toiletten. Das sind High-End-Toiletten. Sie werden über Tedford vertrieben. Den kennt wahrscheinlich jeder diese Marke, die im Volumenbereich ja die führende Kassettentoilette ist. Tecma ist aber eine Marke, die kommt auch aus dem Yachtbau heraus. Und genau dort haben wir sie gefunden, erfüllt höchste Standards und war für uns dann der Ausschlag zu sagen, die installieren wir in unseren Fahrzeugen. Das funktioniert wahrscheinlich hier über einen Häcksler, der irgendwie aktiviert wird. Das ist ein Festtank. Das heißt, die große, ich sag mal, Herausforderung, eine Kassettentoilette alle 2 Tage zum Klo zu tragen, die entfällt. Habt ihr überhaupt noch irgendwo in irgendeiner Baureihe noch eine Kassettentoilette auf Wunsch? Nein, wir haben keine Kassettentoilette mehr. Also wie bei Festtank? Die Festtanktoilette ist Standard bei uns. Was ist denn hier drin an Volumen? Festtank. Das Auto, so wie es hier jetzt steht, hat 300 Liter. 300 Liter Festtank. Festtank. Und das langt für 2 Personen? Für 2 Personen bei normaler Nutzung, gute Woche, anderthalb. Es kommt immer ein bisschen darauf an, wie ich sie wirklich nutze. So, wir gehen nochmal einen Schritt zurück, bitte. Ja. Ich komme gleich noch ins Bad, denn du weißt selber, was eine Designküche kostet. Die kann noch so klein sein. Ja. Und ich habe mir gerade, also ich muss sagen, ich arbeite auch für Schmidt-Küchen. Wir drehen da Designküchen, kleines und feines, eine Manufaktur aus dem Saarland und aus Frankreich. Da kostet sowas hier in der Qualität neu. Und ich rechne mal die rechten Schränke auch mit dazu. Also das ist ja eine Einheit hier, ein Block hier in dem Bereich, der auch noch integriert ist mit natürlich Einbaugeräten, die ganz speziell sind. Die haben nichts mit Küchen, mit normalen Küchen zu tun. Das ist alles Technik, die soll nicht auffallen. Das soll sein wie zu Hause, aber es soll einfach genial funktionieren. So eine Küche kostet gut und gerne 20, 25, 30.000 Euro. Die ist mit drin. Die ist mit drin, ja natürlich. Die gehört zum Fahrzeug dazu. Und auch hier mit ein paar Besonderheiten. Wir haben ein Gas-Ceran-Kochfeld zum einen, was die wenigsten ja so kennen. Sollgas heißt es hier. Genau. Das heißt, wie funktioniert das ungefähr? Im Grunde sitzt der Brenner unterhalb der Glasplatte und die Glasfläche oben drüber wird per Gas erhitzt. Also ich kann die nutzen tagsüber zum Ablegen, habe keine Glasplatte, genau, optischen genau. Hingucker. Genau, und ist flächenbündig in der Arbeitsplatte eingelassen. Ich habe keinen Absatz drin. Also ist sehr vielfältig nutzbar dann und zum Kochen wirklich perfekt einsetzbar. Ist es hier eine Dunstabsaugung hier hinter? Nein, es ist keine Dunstabsaugung, sondern das ist der Kamin der Flammen, die letztendlich dann und der Brenner, die unterhalb der Glasplatte sitzen. Okay, das bedeutet, da wird es auch nochmal warm. Also wenn ich im Winter... Da wird es warm, ja. Cool. Solltest du aber nicht zum Heizen nutzen. Dann hier, das ist natürlich auch genial, bitte. Du wolltest das sagen? Ja, ich wollte dir eigentlich nur ganz kurz noch zeigen. Wir haben Teil 2, Concorde, Liner 1090. GI. Bitte schneiden, bitte schneiden. Also, nehmen wir mal so. Ja, ist ja blöd, du wolltest mich ja... komm, wir machen das. Eine ganz große Besonderheit, ja. Da hast du mich eben darauf hingewiesen, da war allerdings der Akku leer von meinem Mikro, deswegen muss man kurz einen Cut machen, ist eine neuseeländische Erfindung, die so auf allen Yachten der ganzen Welt fährt, ja. Es ist eine Spülmaschine, die während der Fahrt betrieben werden darf. Das ist das Besondere. Genau. Die Spülmaschine von Fischer Paykal hat den Vorteil, dass ich sie wirklich während der Fahrt anstellen kann und das bei einem Wasserverbrauch von nur 6 Litern während eines kompletten Spülvorgangs. Du kennst das, ja. Das Spülmittel zu Hause ist aus, ja. Dann kommt der schlaue Mann auf die Idee und macht da normales Spüli rein, ja. Was passiert? Ein Schaumberg ist anschließend vor der Waschmaschine, vor der Spülmaschine, weil nämlich der Frontdeckel nicht 100% dicht ist, ja. Und hier siehst du hast eine richtige Wanne hier mit drin, gell? Genau. Du hast eine geschlossene Wanne, es ist ein Toplader. Da wirst du den Schaum dann nicht so ohne weiteres dann im Fahrzeug stehen haben. Und sie ist komplett in sich abgedichtet, sodass wirklich auch keine Feuchtigkeit rauskommen kann. Was total genial ist hier bei der Spülmaschine, ich habe die ja schon gehabt, man nutzt sie sehr gerne zum Abstellen des Geschirrs. Das heißt, also es ist eigentlich eine Sammeleinheit für Schmutzgeschirr, was normalerweise hier drin steht. Korrekt. Und dann nach ungefähr einem Tag, gut, da werden Leute sagen, länger wie ein Tag hält das ja nicht bei mir, aber wenn du alleine bist und hast 2 Maßgedecke dabei, dann hast du mal so ein paar Teller und so rum. Das heißt, immer ist alles sauber und aufgeräumt. Genau, du hast immer alles sauber aufgeräumt. Du hast das schmutzige Geschirr nicht irgendwo im Fahrzeug rumstehen, musst es wieder wegräumen, wenn du zum Beispiel an die Spüle ran möchtest. Und hast es an dem Platz, an dem du es auch später spülen wirst. Fischer und Paykal verkauft das übrigens in Japan wie geschnitten Brot in Kleinstwohnungen. Und da verkaufen die 2 übereinander. Hast du das gewusst? Nein, das habe ich nicht gewusst. Also die machen Folgendes. Die Anwendung ist wie folgt. Du hast 2 übereinander. Und da könnt ihr mal drüber nachdenken. Geht jetzt hier nicht, weil die Höhe nicht passt. Aber die eine ist praktisch das Geschirr,
was sauber ist, dann nimmst du es raus, das saubere Geschirr, und benutzt es und machst es dann wieder in die untere Schublade, bis die voll ist, sodass du das Geschirr quasi nicht mehr ein- und ausräumen musst. Tolle Idee, muss ich wirklich sagen. Hast du darüber nachgedacht? Nee, hab ich noch nicht drüber nachgedacht, aber das könnte zum Beispiel dann auch einen zusätzlichen Stauraum ersetzen oder anders nutzbar machen, als wir das im Moment haben. Du sparst damit den Schrank und du brauchst nichts ein- und ausräumen, und dann, wenn die voll ist, machst du sie an und dann räumst du praktisch von der einen in die anderen rein. Coole Geschichte. Coole Geschichte. Also es kommt auch von den Thema Männer, weil Männer stellen grundsätzlich das schmutzige Geschirr nicht in die Spülmaschine, sondern davor. Also du nicht, aber... Genau, da möchte ich jetzt mal eine Lanze für die Männer brechen. Es gibt immer mehr Männer, die auch wirklich das Geschirr in die Spülmaschine werfen. Okay, ich lasse das mal so stehen. So. Ihr da draußen, ihr werdet euch angesprochen fühlen, wenn ihr euch angesprochen fühlt. Großes Thema ist natürlich hier auch so Kleinigkeiten wie diese Ablagen. Viele haben ja auf Ablagen verzichtet, haben die Schränke ganz geschlossen, aber die sind sehr nützlich. Und ihr habt sie noch mal ein bisschen verändert. Man kann jetzt nicht mehr so gut reingucken, oder? Alles ist noch mal ein bisschen mehr zu. Alles ist noch mal ein bisschen mehr geschlossen. Wir haben sie auch so gestaltet, dass während der Fahrt viele Sachen zusätzlich drin bleiben können und sie eben nicht dann herausfallen. So, und das ist, kommt aus der Praxis. Was ist hier üblicherweise gerne mal drin in diesen Ablagen? Da sind gerne schon mal Gewürze drin. Unter den normalen Dachschränken im Sitzbereich habe ich sehr gerne zum Beispiel auch meine Schlüssel, die ich da schnell reinschmeiße, oder Kopfhörer, Handy, all solche Dinge, die man eben nicht unbedingt in der Hand hält und irgendwo dann auf die Couch legen möchte. Die verschwinden bei mir in diesen Ablagefächern. Ich mache da oft zum Beispiel Mützen, Schals, die kann man da reinschaufeln. Mach mal bitte auf so einen Schrank da drunter, dass man da nochmal kurz drauf eingeht. Wenn der offen ist, dann komme ich auch besser rein. Genau, dann komme ich deutlich besser hinein. Okay, also das ist schön. Auch das ist übrigens beledert. Dann die Echtglasfenster, das ist ja ein richtiger Hingucker. Da habt ihr lange gesucht, bis ihr einen gefunden habt, der richtig gut ist, oder? Genau, bis wir den passenden Hersteller hatten, der wirklich eine tolle Qualität eines Echtglasfensters hat. Ja, wir waren zusammen gestern mit jemand, der sich gut auskennt in der Beschaffung. Das ist wirklich, er hat zu mir gesagt, wenn ihr einen neuen Lieferanten einführt, dauert es bis zu einem Jahr, bis der überhaupt mal zum Zug kommt, oder? Es sei denn, es ist wirklich Not am Mann, oder? Das ist richtig. Also bevor wir wirklich einen neuen Lieferanten bei uns in der Produktion installieren, testen wir seine Produkte sehr ausgiebig und besprechen mit ihm auch gegebenenfalls Änderungen, die wir wünschen, damit wir das Produkt einsetzen können. So, eine Besonderheit hier, die bei allen, ich sag mal, Küchen hier ist, ist wirklich die Benutzbarkeit. Ihr habt Wert drauf gelegt auf kleine Personen. Wir haben ja hier eine ganz große Stehhöhe, aber es gibt nichts Schlimmeres, wenn du an die Schränke nicht mehr drankommst und du bist vielleicht nur 1,67 Meter, ja, das dran ist. Und da sieht man so Kleinigkeiten. Das ist, ich schätze mal, eine Mineralstoffplatte, die drauf ist. Das ist eine Mineralwerkstoffarbeitsplatte, genau. So, und die habt ihr so angewinkelt, das hat einen Grund, gell, dass die Leute wirklich optimal an die Schränke kommen. Korrekt, richtig. Dass sie auch an die Oberschränke wieder gut rankommen, aber auch unten an die Schränke entsprechend gut wieder rankommen. Und haben auch viel Wert auf die Aufteilung der Schränke im unteren Bereich gelegt. Wir arbeiten sehr viel mit Auszügen, damit ich wirklich dann auch an die hinteren Sachen sehr gut wieder rankommen kann. Was ist da drin, hier in den Schränken hier? Du kannst gerne aufmachen. Okay, da ist das Besteck. Besteckschublade. Darunter hast du zwei normale Schubladen, die du individuell gestalten kannst dann hinterher. Entscheidend, sie sind alle ausziehbar. Du hast keine Tür, dass du nach hinten irgendwo mal was suchen musst. Du hast hier weitere Schubladen. Wir haben daneben nochmal einen Apothekerauszug. Das ist wahrscheinlich zu deiner Seite, gell? Genau, der ist ja zu meiner Seite dann zugeneigt. Das ist immer sehr praktisch. Und hier? Ja, irgendwo. Apotheker nochmal? Sollten auch die Mülleimer sein. Okay, zwei die Stück, die kann man aufstehen lassen. Plus einen zusätzlichen Auszug, den wir hier drüber nochmal gesetzt haben. Oh, da siehst du, ohne Colaflasche. Einer unserer Messebesucher Kunden mal seine Colaflasche entsorgt. Die nehmen wir gleich raus. Es ist aber hier so, ich weiß noch, vor 10 Jahren hattet ihr einen Closed Shop. Da kann ich mich dran erinnern. Da waren ganz viele Fahrzeuge abgesperrt. Leute mussten vorher fragen, dass sie rein dürfen. Das habt ihr grundlegend verändert. Das heißt also, viele Fahrzeuge sind begehbar. Im Grunde sind alle Fahrzeuge begehbar bei uns. Sie sind von vornherein mit dem Personenleitsystem versehen. Wir haben draußen ein Vermerk an den Fahrzeugen dran, dass nur mit Standpersonal sie betreten werden dürfen. Das hängt aber mit den vielen technischen Komponenten zusammen, die wir auch im Fahrzeug haben, wo wir einfach nur wünschen, dass sie sachgerecht geöffnet, geschlossen oder auch mal bedient werden. Ihr habt viele Sachen funktionell gelassen. Also ganz viele Hersteller haben Sachen totgelegt. Das ist sehr schade. Dann geht die Lampe nicht, dann kann man das nicht zeigen und so weiter. Bei euch geht alles. Ich könnte jetzt die alte Heizung anmachen. Das würde gehen. Theoretisch, oder? Theoretisch sollte das gehen. Wir können mal kurz schauen. Sie geht. Ja, sie geht. So, und jetzt ist natürlich nicht gewünscht, dass einer da 35 Grad einstellt, die Elektroheizung auf 3 kW macht. Das ist nicht gewünscht.
Okay, das habe ich gemacht. Dann dieses Bedienpanel hier, was kann das? Was ist die Aufgabe? Das CBE ist im Grunde die Funktion unseres Fahrzeuges zum einen. Ich kann Gesamtlicht ein- und ausschalten. Ich kann die Wasserpumpe hier einschalten. Ich kriege meine Informationen letztendlich, wie der Zustand in den einzelnen Bereichen, zum Beispiel Aufbaubatterie, Starterbatterie ist, wie die Füllstände von Frisch-, Abwasser- und Fäkalientanks sind. Und hier jetzt auch zusätzlich, da er einen Gastank noch mit drunter hat, auch wie viel Gas im Gastank noch drin ist. Das ist gut zu bedienen? Das ist sehr einfach zu bedienen. Wenn du schaust, ich gehe einfach nochmal weiter drauf und da siehst du sofort, okay, Aufbaubatterie ist vollgeladen, hat eine Leistung von 13,6. Das ist ja ungefähr vergleichbar mit einem Haus. Da sollte ich ja auch so ein bisschen wissen, wie die Ölheizung funktioniert, wenn sie mal ausfällt, wie ich die resette. Auch wenn ich es nicht will, ich muss mich damit beschäftigen. Die Einführung, wenn ich so ein Fahrzeug kriege, da wird ja alles erklärt. Ja. Wie lange dauert die denn? Es hängt natürlich auch vom Benutzer ab. Bin ich ein Newbie oder... Es hängt vom Nutzer ab. Dennoch legen wir sehr viel Wert, auch bei Leuten, die schon den zweiten, dritten Concorde sogar fahren, dann hinterher, dass wir uns Zeit nehmen für die Einweisung. In der Regel gestalten wir das so, dass wir die über 2 Tage machen. Weil du weißt ganz genau, wenn du mal über 2 Stunden, 2,5 Stunden Details erklärt bekommen hast, bist du irgendwann nicht mehr richtig aufnahmefähig. Und da wollen wir einfach dann, dass unsere Kunden das erst einmal verinnerlichen, was sie haben, auch mal über einen Abend ausprobieren. Die bleiben dann auf unserem Stellplatz stehen in Aschbach und werden am zweiten Tag dann mit ihren Fragen nochmal zu uns kommen und wir gehen in den zweiten Teil der Einweisung. Ja, es gibt viele Videos, die, ich sag mal, im Netz zu finden sind. Nicht nur von euch, sondern ich kann zum Beispiel googeln, hier zum Beispiel das Mastervolt-Bedienteil, wie wird das gemacht? Das ist ja alles von Herstellern, namhaften Herstellern, wo ich das bekomme. Es gibt einen riesen Berg an Bedienungsanleitungen, die kriege ich in Papierform mit. Die wiegen, glaube ich, allein ca. 6-7 Kilo. Die sind in der Tasche mit drin. Ist bei euch auch so? Das ist bei uns ganz genauso, ja. Also ein Riesenberg, ja. Ja, es ist ein Riesenberg, aber genau das ist auch der Grund, warum wir angefangen haben, Bedienvideos zu drehen. Die machen wir ja mit der Sabine, die du vorhin vorgestellt hast, letztendlich, wo wir Stück für Stück die Autos auch in allen Details erklären, damit man sich einfach auch mal ein Video anschauen kann und sagen kann, ah, so funktioniert die Heizung, okay, so funktioniert das CBE oder so mache ich es Mastervolt an, so fahre ich die Satellitenantenne aus, so kann ich meine Senderliste mal programmieren, dann hinterher über die Fernbedienung. Ich kann ja sagen, ich hatte so Bammel. Also ich war ja bei einem großen Concorde-Händler und hat dann abgeholt, der ist leider gestorben. Also aus Erding. Mhm. Und der wirklich mir das Ding erklärt hat. Ich habe ihm eine Liste geschickt. Ey, ich kam mir vor wie der letzte Hochschullehrer, ja, der die Liste 38 Punkte, ist das mit drin, ist das, warum? Ich habe mich vorher schlau gemacht. Mhm. Wenn ich da heute drauf zurückblicke, wie einfach das jetzt ist, wo ich da weiß, wie es funktioniert, das ist so ein bisschen wie Autofahren. Ja? Wenn du kein Auto fahren kannst, hast du einen riesen Bammel. Wenn du mal Auto fährst, sagst du, ich steig ein und geh los. Ja? Man sollte sich allerdings eine Checkliste machen. Das ist das, was man vielen Leuten empfiehlt. Zum Beispiel in der Küche checken, sind wirklich alle Schränke verriegelt, weil die können sich bei der Fahrt öffnen in Kurven. Ja, können sie. Wenn ich den Pushlock nicht geschlossen habe, dann habe ich mal zwischendurch mal ein sehr unangenehmes Geräusch. Habe ich dieses, das mache ich einmal, wenn ich wirklich fahre, dann denke ich in Zukunft immer daran. Also bei mir ist immer so, mittlerweile geht's, aber oft ist es so, immer ist noch irgendein Schrank, den ich vielleicht vergessen habe. Und da sollte man wirklich drauf achten. Aber Checkliste heißt aber auch viele Dinge mehr. Ihr habt viel automatisiert, zum Beispiel die Hubstützenanlage, die man kann nicht losfahren und die ist noch drin. Also theoretisch geht das nicht, oder? Nein, die ist über die Zündung gekoppelt. Sollte ich die Zündung einschalten, fährt die Hubstützenanlage automatisch ein. Gleiches gilt übrigens auch für die Satellitenantenne. Die fährt auch ein. Die fährt genauso ein, wenn ich die Zündung einschalte. Also wenn ich das mal vergessen habe, haben wir Sicherheitsfunktionen, die in bestimmten Bereichen dafür sorgen, dass die Systeme eingefahren werden. Kann ich starten, wenn das Stromkabel noch dran ist? Ich kann starten, wenn das Stromkabel dran ist und kann auch losfahren, ja. Okay, das ist wie an der Tankstelle, wenn ich den Rüssel drin lasse und losfahre. Genau. Okay, das mache ich auch eigentlich nur einmal, ja. Das ist so, ist auch ein großes Gelächter am Campingplatz, wenn man das mit dem Concorde macht, ja. Mit jedem anderen sagt man, mein Gott, ist irgendwas passiert mit dem Concorde, gucken die und warten drauf, wie es irgendwie ist. Wir haben eine lichte Höhe von fast 4 Metern hier, nehme ich an. Genau, 3,98. Und da sollte man auch Respekt vor haben, oder? Wenn man irgendwo reinfährt. Denn ich glaube, die Rundumkamera nimmt das nicht so wahr mit der Höhe. Also Äste auf dem Dach sieht sie, glaube ich, nicht. Sieht sie nicht so gut oder sie sieht sie im Prinzip nicht, weil auf dem Dach selber keine Kameras in dem Grundsystem installiert sind. Auf Wunsch machen wir sowas auch. Aber ich denke einfach, wenn man mit ein bisschen Besonnenheit rangeht, sehr ruhig mal in einen Stellplatz reinfährt und vorher mal schaut, was so drumherum sein kann, dann findet man ganz schnell auch die Punkte, die kritisch sind und da ist man einfach ein bisschen vorsichtiger. Also ich fahre jetzt 8,60 Meter, aus deiner Erfahrung 10,90 Meter, das ist Gewöhnungssache, oder?
Das ist Gewöhnungssache und für mich auch Geschmackssache. Also ich fahre gerne Reisemobile bis 10 Meter Länge. Alles, was darüber hinaus ist, wird immer ein bisschen sportlicher. Willkommen im Club. Also ich bin mit 8,60 ist meine Länge. Also es gibt ja diese Fraktionen, die bestimmte Längenmaße haben. Mein Kollege, der Markus Engelhardt, der fährt gerne auch mal 11 Meter oder 12 Meter. Aber mir persönlich ist das einfach ein bisschen zu lang. Okay, also Küche, weil Leute sagen immer, du springst echt wie so ein Honk. Ihr habt ihr vollkommen recht, aber die Küche, das ist eine richtig schicke Designküche. Die Fronten kriege ich auch in hell eigentlich am Ort? Die kriegst du auch in hell, ja. Okay, den Boden auch anders, wenn ich will. Den Boden auch anders, ja. Aber die Kombination, wie viele Leute bestellen den genauso, wie er ist? Und die sagen, hey, das habt ihr toll gemacht. Oh, das ist mittlerweile schwierig. Also in dieser Farbkombination sind das vielleicht zwischen 15% und 20%. Die ist ein bisschen aus der Mode gekommen. Wenn wir jetzt in Düsseldorf bei der Yacht sind, witzigerweise, da sehen alle so aus. Also dunkle Farben ist fast Yacht, oder? Sind die auch heller? Also ich finde, sie ist nicht wirklich aus der Mode gekommen. Man muss immer mal schauen. Es gibt zwei andere Dachschrankfarbkombinationen dazu. Einmal die klassisch Senosan-Weiß glänzende. Und dann haben wir die aber auch in der Möbelfarbe. Hier ja jetzt Atlas-Zeder in Kombination mit dem Weiß glänzend als Streifen. Dann hinterher. Und wenn ich die alle drei zusammen im Korpus nehme, dann habe ich gut ein Drittel aller Fahrzeuge, die diese Möbelfarbkombination haben. Und wir sind eigentlich sehr ausgewogen, was unsere Möbelfarben betrifft. Das habe ich mit den beiden anderen Farbkombinationen ganz genauso. Ihr habt fast alle Fahrzeuge anders ausgestattet von den Innenmöbelfarben. Da kann man in andere Fahrzeuge gehen und kann sich vorstellen, wie das aussehen wird in den anderen Farben. Deswegen sind die Messen eigentlich sehr zu empfehlen, oder? In jedem Fall, weil ich wirklich auch die Kombinationen alle gut sehen kann und alles in Natura einfach mir anschauen kann und auch wirken lassen kann in aller Ruhe. Ja, ihr habt 3D-Visualisierung von den Fahrzeugen. Man kann mit einer speziellen Software bei euch auf der Webseite barrierefrei in die Fahrzeuge einsteigen und kann sich das Ganze nochmal angucken. Wirklich auf jeden Zentimeter, weil ich kann mir genau den Blickwinkel anschauen, die Farbe anschauen und so weiter und so fort. Wenn ich mir denn einigermaßen sicher bin, ihr habt ja Fachberater, die mich an die Hand nehmen und oder muss ich da alleine durch? Nein, auf gar keinen Fall. Wir haben sowohl im Werk, du hast sie vorgestellt, unsere beiden Werksverkäufer, die sehr gerne beraten und einen an die Hand nehmen und wirklich dann auch darauf achten, dass das Auto genau mit den richtigen Komponenten zusammengestellt wird. Weil ich kann eine Erstorientierung durchaus sehr gut bei uns auf der Homepage vornehmen. Ich habe auch einen Konfigurator da. Ich glaube, der ist sehr einfach letztendlich dann auch zu handeln. Und mit diesen Informationen komme ich zum Händler oder auch zu uns gerne ins Werk und wir beraten gerne weiter, ob es wirklich hundertprozentig passt oder ob wir die eine oder andere Empfehlung dazu haben. Sehr schön. Markus, wenn du mal gerade so lieb bist, die Cola-Flasche aus der Hand nimmst, weil die war jetzt schon so oft im Bild drin, dass sie demnächst bezahlen müssen, ja, dafür. Okay, tut mir leid. Das hier, ich habe gerade Urkunden machen lassen für alle Videos über 1 Million. Da kriegt ihr demnächst eine. Ihr habt ja ein 2-Millionen-Video mittlerweile. Okay, und die Urkunden sind aus Plexiglas. Mach mal bitte auf. Ich befürchte, das ist Plexiglas. Aber ist es Plexiglas? Also die Tür ist aus Plexiglas, das Glas selber nicht. Nee, ich meine diese Halterung hier. Die Halterung ist auch aus Plexiglas. Plexiglas, aber die sieht aus wie Swarovski. Es ist sensationell. Und dann wusste ich erstmal, was das Teure beim Plexiglas ist. Es ist nämlich das Polieren und Kantenschleifen. Das ist CNC geschliffen. Genau. Und jetzt sagen Leute, ach, das mache ich mal so nebenbei. Ich glaube, das Bauteil, das ist richtig arbeitsintensiv, oder? Es ist ja sehr arbeitsintensiv und es ist auch nicht ganz günstig. Und das ist drin. Und wer jetzt sagt, ach, sowas brauche ich nicht. Ich habe ja hier Bling Bling nicht auf voller Breite. Ich kann an der Seite ein bisschen reingucken. Genau. Ihr habt das jetzt nicht mehr so stark zelebriert, aber das ist extrem nützlich. Auf den Tagen der offenen Tür sind die meistgeklauten Sachen immer diese Gläser, richtig? Das ist so. Das ist so Concorde. Hängt sicherlich damit auch zusammen, dass wir sie Concorde gebrandet haben. Das schätzen unsere Kunden sehr und die sind wirklich sehr begehrt. Aber das ist immer ein Versehen, wenn man die mal, ich sag mal, wenn die in der Handtasche landen, dann sind die da vielleicht mal reingefallen und so. Da seid ihr auch nicht böse. Ist jetzt keine Aufforderung zum Klauen, ja, aber das habt ihr einkalkuliert. Es ehrt so ein bisschen, dass der Kunde wirklich das als auch schön empfindet und es gerne so haben möchte. So, die kriegt man nach. Also ich habe leider schon einmal ein, zwei zerstört. Also die gibt es bei euch im Zubehörshop, oder? Ja, gibt es. Oder auf den Tagen auf der Tür. Ja, wir haben genügend da. Sehr schön. Ja, also das ist nochmal ein nettes Detail, denn ich möchte hier auch mal ein ordentliches Glas Wein. Ich meine, wir unterhalten uns jetzt nicht über Luxus. Sowas, Weingläser hat jeder zu Hause. Also wir wollen leben wie zu Hause. Und das ist doch das Entscheidende. Also ich genieße das wahnsinnig, wenn ich im Urlaub bin, dass ich auch wirklich ein richtiges Weinglas dabei habe und ein Glas Wein vorm Reisemobil trinken kann.
Ich schreibe manchmal so gerne rein bei euren Fahrzeugen, dass sie günstig sind. Ich glaube, ich habe auch einmal billig geschrieben. Das ist immer im Vergleich zu was? Also man muss immer sehen, ihr seid Serienfertiger. Es waren jetzt in Düsseldorf Aussteller, da standen 1,5 Millionen dran an Fahrzeugen und Co. Man kann so ein Fahrzeug auch mit der gleichen Nutzbarkeit mit dem Preisschild doppelt so teuer kaufen. Und das ist immer so ein bisschen, man kriegt sehr, sehr viel Reisemobil fürs Geld. Das muss man immer sehen. Also das ist der Grund, warum ich sowas reinschreibe. Die Leute beschweren sich dann natürlich drüber und sagen, ja, die sind nicht billig. Aber ich sag immer, für den Werterhalt, die du kriegst, ja, das ist schon mittlerweile, und das ist ganz komisch, gebrauchte Concorde, ja, wenn du mal einen kriegst, ja, werden im Moment gehandelt wirklich wie Stahl-Rolex. Das ist echt der Hammer. Also der Werterhalt ist wirklich, mein ist ja schon, es war nicht immer so, muss man sagen, aber in letzter Zeit, wo ihr gesagt habt, ihr expandiert nicht, ihr bleibt bei 400, das merkt ihr, oder? Dass der Werterhalt der Gebrauchtfahrzeuge, das ist sensationell. Kauft ihr welche zurück auch? Wir selber im Werk nicht, unsere Handelspartner sehr viel, ja, aber wir spüren das ganz deutlich, dass die Preise im Gebrauchtwagensektor zum Teil gestiegen sind, aber auch sehr stabil sind. Ja, Besonderheit hier ist diese Jalousie, und das war eine Herausforderung, die während der Fahrt nicht zum Klappern zu bringen, und dein Tipp ist natürlich, viele machen es nicht, ja, bitte hochziehen kurz vor der Fahrt und dann klappern die auch nicht, oder? Genau. Aber sehen die nicht gut aus? Ich finde, die sehen sensationell aus. Zeig mal, wie die funktionieren. Das sind ganz normale Haushalts. Das sind ganz normale Haushaltsjalousien, die wir hier haben, Holzrollos, die du mit einer Hand bedienen kannst. Und dann wie krass das ausmacht, die Optik jetzt von dem Fenster. Ja. Ich meine, das ist ja jetzt ein Campingfenster. Aber jetzt siehst du das Gasenetz noch dazu, was ich persönlich als nicht so schön empfinde. Und so hast du wirklich das tolle Fenster wieder, auf das du frei zuschaust. Und wenn es nochmal schön machst? Bitte. Wenn ich es nochmal schön mache, lass nochmal schön. Ich hier nochmal schnell dran. Und noch ein kleines bisschen drehen. Dann, sehr gerne. Weil du kriegst diese, ich sag mal, diese speziellen kriegst du nicht so oft, muss man sagen. Also ich habe sie auf der Messe eigentlich gar nicht gesehen, nur bei euch. Ja. Und viele wollen genau diese haben. Also ist das, ich glaube, bei euch ein Schlager, oder? Genau diese. Sie sind wahnsinnig nachgefragt, kommen aber auch nicht aus dem Freizeitfahrzeugbereich, sondern sie kommen wieder aus dem Yachtbau. So, und wenn ihr euch wundert, warum brauchen wir denn so lange? Ich meine, wir drehen demnächst auf dem Maimarkt in Mannheim. Ganz große Musterhauszentren, 60 Stück werden wir zeigen. Da brauchen wir pro Haus ungefähr eine Stunde, anderthalb, ja. Und das hier ist ein Haus. Wir müssen das Haus zeigen, wir müssen mal einen Kühlschrank zeigen, denn der ist ja dabei. Da kann der Kunde nicht im Nachhinein sagen, okay, jetzt will ich jeden x-beliebigen. Da habt ihr von Dometic was gebaut, und Dometic ist also der Hersteller Nummer 1 in dem Bereich, auch in Amerika, muss man sagen. Also ist eine Top-Marke. Die haben ein neues Produkt erfunden, und man muss sagen, das ist ein Kompressorkühlschrank. Sie haben ihn noch leiser gemacht. Also das war am Anfang war er lauter. Das ist dir vielleicht nicht so aufgefallen, aber ich bin da sehr empfindlich. Und der neue, also ist vielleicht im Hintergrund irgendwas passiert, ja, der ist kaum noch zu hören. Bei dem Kompressor ist das so. Jetzt darf ich dich hier wieder korrigieren. Ist ein IS. Genau. Das ist aber nicht zu sehen. Man kann es aber hier sehen am Auto. Genau, du kannst es hier sehen. Normalerweise hast du hier den Taster sitzen, über den du dann den Kompressor aktivierst und schaltest. Und das ist der klassische AES, den wir hier drin haben. Da hat auch wieder jemand. Krass, man findet hier kleine Devotionale. Ist es so ein Spiel, dass die Leute was verstecken und dann gucken, ob sie im Video wiederfinden? Ich kann dir nicht sagen, ob es ein Spiel ist. Das ist einer meiner Unteraussteller, aber das mag ich trotzdem nicht, dass das in den Fahrzeugen drin ist. Denn uiuiui. Das Fahrzeug für sich selbst dann letztendlich auch wirken lassen. Ja, AES funktioniert gigantisch gut. Ja. Der Vorteil ist natürlich, der Stromverbrauch ist noch viel geringer. Das ist also es ist nochmal ein Stromwunder, ein Verbrauchswunder. Jetzt ist aber hier so viel Lithium drin. Ja. Genau, zeigt aber auch nur die große Varianz, die wir haben letztendlich. Mit Absorberkühlschränken, Kompressorkühlschränken, als auch haushaltsüblichen Kühlschränken, die wir hier genauso anbieten. Geht auch. Welche Marke habt ihr? Wir arbeiten mit Miele zusammen in dem Bereich und können ohne weiteres dann Miele-Geräte auch anbieten. Auch hier? Auch hier. Im Liner? Im Liner, ja. Also nicht in der ganz großen. Die ganz große Serie heißt nochmal wie? Centurion? Centurion. Okay. Nein, ist aber auch im Liner verfügbar. So, Backofen ist mit drin. Genau. Da habe ich den alten Backofen vermisst. Aber muss sagen, ich habe ihn ja nie benutzt. Aber ich habe immer gesagt, warum haben die keine Ober-Unterhitze mehr? Wenn man ihn eigentlich nie benutzt, ja, kann man sich auch nicht beschweren. Ja. Ich habe nur Brötchen aufgebackt. Das ist sicherlich richtig. Ich persönlich empfinde den Backofen der Serie 10 der Kühlschränke auch nicht mehr so schön wie den Vorgänger. Er ist kleiner, aber auch da ansprechen, ihr habt andere Lösungen. Wenn einer sagt, er möchte, ich sag mal, dann ordentlich einen Backofen haben, da findet ihr eine Lösung, oder? Selbstverständlich finden wir genauso eine Lösung. Hier, was ist dahinter?
Das sind zwei Apothekerauszüge, die wir hier nochmal haben. Also genau in der richtigen Stelle. Die würde ich jetzt mal zur Küche dazugehörend empfinden. Nicht, dass die Leute sagen, hier 20.000, 30.000 Euro, hast du gerade gesagt. Die Küche geht ja hier weiter. Wir haben ja eine Designerküche auf beiden Seiten. Ja, genau, das ist richtig. Also auch der Bereich ist bei uns der Küche zugeordnet. Wir haben hier auch den Schrank so gestaltet, dass wir auf ein 60er Maß vom Korpus her selber kommen, sodass wir ohne weiteres auch zusätzliche Geräte hier installieren können. Das geht. Was zum Beispiel? Eine Kaffee? Da geht zum Beispiel auch eine Mikrowelle noch zusätzlich rein, da geht ein großer Backofen dann hinterher rein. Dann sind beide weg quasi. Und die kann man dann kleiner machen, oder? Wir fangen an, als erstes die Schubladen unten entfallen zu lassen und gehen dann über den Weg, dass die Apotheker entweder kürzer werden oder entfallen. Je nachdem, wie viele Geräte installiert werden sollen. Die Spülmaschine ist aber immer hier auf der Seite, wo ich jetzt stehe. Wenn ein Kunde das wünscht, dass wir sie auf die andere Seite setzen sollen, dann werden wir die auch auf die andere Seite. Also die Varianz habt ihr. Das heißt also. Wir sind variabel. Wir brauchen den Vorlauf dazu, weil wir es konstruktiv planen müssen. Wir müssen ein paar Dinge dann verändern am Fahrzeug. Aber so flexibel sind wir ja. Ja, ich habe euch gefragt, könnt ihr viele zusätzliche Steckdosen in den Schränken montieren, weil ihr viele Ladegeräte habt. Da habt ihr euch totgelacht. Da habt ihr sogar eine Position in der Preisliste, glaube ich, Steckdosen heißt die, oder? Nicht in der offiziellen Preisliste, aber es ist für uns ein Standard, zusätzliche Steckdosen in den Auto zu installieren. Und das hängt damit zusammen, dass wir sie nicht in der Preisliste drin haben, weil je nach Menge der Steckdosen wir unter Umständen zusätzliche Absicherungen setzen müssen. Leitung ziehen müssen und so weiter. Könnt ihr auch zwei Stromkreise legen hier drin, wenn einer sagt, ich habe mehr Leistungsbedarf? Das geht auch. Das können wir genauso, ja. So, Technik habt ihr Mastervolt drin, die Stromentnahme zur gleichen Zeit, das ist sensationell. Also je nachdem, was man bestellt, kann wirklich die Spülmaschine laufen, der, ich sag mal, Gast kann die Haare föhnen, es kann auch die Mikrowelle laufen. Man muss nur sagen, was man gerne hätte, dann könnt ihr den Strom so anpassen, dass es maximal geht, oder? Das können wir. Allerdings zaubern können wir dann ganz zum Schluss auch nicht. Irgendwann sind auch da mal Grenzen gesetzt. Gut, aber die Anlage würde dann abschalten, wenn sie sagt, genau. Hier ist zu viel, genau. Oder es fliegt genau. Im schlimmsten Fall mal eine Sicherung. Ja. Wir klären dann mit unseren Kunden auch, wo wir sagen, da sind genau die Grenzen. Wenn du das alles in Kombination anmachen wirst, wirst du gegebenenfalls die Anlage abschalten. Gott. Also die sind aber darauf auf maximale Stromentnahme getrimmt. Das ist, glaube ich, ein Riesending bei Mastervolt, wo viele sagen, ey, da kannst du Batterien kaputt machen und Co. Das kennst du bei Mastervolt nicht, ja. Die sind dafür gebaut. Also ich glaube, 500 Ampere kannst du dann nehmen, zeitgleich, also von einer. Das ist eine Hammeranlage. Ihr macht schon sehr, sehr lange mit Mastervolt im großen Bereich. Ja? Ja, wir haben entschieden, wir hatten bis 2012 hatten wir zwei Systeme. Da haben wir mit Victron und Mastervolt zusammengearbeitet, aber seit 2013 Beginn konzentrieren wir uns darauf, dass wir ausschließlich mit Mastervolt arbeiten. Und ist wichtig auch für die Servicetechniker. Also die Mastervolt-Leute waren ja bei euch auf der Ausstellung, haben seltsame Sachen dort präsentiert. Also ein Auto mit so viel Batterien drin, dass die dort einen Starkstromofen betrieben haben mit den Batterien. Hast du das gesehen? Das habe ich gesehen und das funktioniert auch. Deswegen, auch das würde bei uns in den Fahrzeugen funktionieren. Dennoch sind darüber hinaus weitere irgendwann auch mal Grenzen gesetzt. Das war einfach das, was ich vorhin damit sagen wollte. Was für mich aber bei Mastervolt wichtig ist, ist, es ist eine 100% funktionierende Technik, mit der wir keine großen Schwierigkeiten auf der einen Seite haben. Auf der anderen Seite in Europa so viele Servicestationen, auch durch die ganzen Yachthäfen, in denen Mastervolt ja Yachttechnik klassisch ja ist, dann immer wieder vorfindet, sodass wir unsere Kunden sorgenfrei in Europa auf Reisen schicken können. Und wenn wirklich mal was dran sein sollte, finden wir auch schnellstmöglich die Lösung, das System wieder zu aktivieren. Ja, also ich hatte ja auch immer eine Mastervolt, im Zweifel ist da nichts dran. Das ist wirklich so. Ist auch nicht. So, du trinkst keinen Kaffee, deswegen. Du sagst das so, es ist nichts. Dennoch kann ich auch mal durch den einen oder anderen Bedienfehler zum Beispiel, dazu führt, dass ich die Batterien systemisch in die Tiefenentladung fahre, dann müssen wir sie extern wieder hochfahren. Ja, sie hat nämlich einen Schutzschalter, das ist ganz witzig. Die sagt hier, dann geht der gelbe Schalter einmal an, den kann ich manuell machen. Ja. Wenn ich ihn dann immer wieder anmache, irgendwann. Genau das ist das. Ich bin geschult auf Master. Also ich habe es noch nicht gemacht, aber dann sollte man sehr vorsichtig sein, lieber mal einen Ladebooster anmachen, bevor man die Trittstufe dann 47 Mal nochmal betreibt, oder? Genau, das ist der springende Punkt. Also es ist nicht, dass das System kaputt geht, aber es kann auch durch Bedienfehler dazu führen, dass es sich wirklich komplett abschaltet. So schützt, dass du sagst, jetzt ist Feierabend. Jetzt geht gar nichts mehr. Ja, okay. Und dann müssen wir uns extern aufschalten. Dazu sollte man ein Interface dabei haben und dann können wir aber auch über unseren Uli Stahl uns auf das System wieder aufschalten und können es dann von extern aktivieren. Habe ich uns gemacht. Ich habe mal so viele Tempos reingeschmissen in die Tecma-Toilette, dass die hängen geblieben sind. Und das mache ich aber nur einmal. Schön. Danach weiß ich es. Das war versehen. Also irgendwie, keine Ahnung. Meine Tochter, wir dachten, Tempos gehen. Ich kann euch sagen, bitte keine Tempotaschentücher in Zacker-Toiletten machen. Achso, du trinkst keinen Kaffee, deswegen ist hier keine Kaffeemaschine drin, richtig? Doch, ich trinke Kaffee, aber den habe ich im Stand draußen.
Ist hier eine Kaffeemaschine drin? Na klar, wir haben. Wo denn? Hier ist sie gut versteckt? Den Lift nochmal. Echt? Ja, lass mal gucken. Also ich tue jetzt nur nicht so überrascht, weil meine steht hier unten im Moment. Und da ist jetzt keine drin, weil die Kaffeemaschinen auch nichts mehr kosten, muss man fairerweise sagen. Die soll sich der Kunde im Zweifel selber kaufen. Die kostet, glaube ich, 70 Euro. Die gibt es auch bei euch, oder? Wenn die eine haben will. Zum einen gibt es die bei uns, zum anderen jeder zweite unserer Kunden hat eine. Und irgendwann sollte man auch über die Nachhaltigkeit nachdenken, ob ich einem Kunden, der ein oder zwei schon hat, noch eine dritte ins Auto reinstelle, oder ob er dann sagt, nee, die nutze ich doch lieber selber. Und wenn die nicht mehr funktioniert, dann gibt es die nächste. Die kleine kostet übrigens 80 Euro. Also nur, dass man mal ein Gefühl hat. So, dann Wasservolumen zum Duschen, was haben wir hier an Bord? 400 Liter. 400. Und das ist in der Praxis, ihr habt mich ausgelacht gestern mit den 8 Litern, weißt du noch, wo ich gesagt habe, ich brauche pro Dusche. Ja. Ich habe heute morgens extra nochmal versucht nachzuvollziehen auf der Anzeige. Ich habe jetzt irgendwie 6 oder 7 Mal geduscht und habe 20% Wasser weg von 300 Liter. Mhm. Das sind 2 mal 3 sind ungefähr 60 Liter. Und das sind ungefähr 10 Liter, die ich jetzt mit Klospülung. Ja. Also man kann duschen wie zu Hause. Aber viele tun es nicht, weil die etwas sparsamer mit dem Wasser sind, weil es ist ja nicht endlos. Ich glaube, wir sind alle sparsamer beim reisemobilen Leben mit dem Wasser. Das heißt, ich lasse das Wasser nicht wie gewohnt laufen, wenn ich mich einseife, sondern ich mache es aus. Das ist ja das Entscheidende dazu. Sag mal, meine blöde Frage. Ja, man hat ja zu Hause immer automatische Mischanlagen, ja, zum Beispiel von Grohe und so weiter. Könnt ihr sowas verbauen auf Kundenwunsch? Das können wir auf Kundenwunsch auch verbauen, ja. Ach, das macht das keinen Sinn, warum es niemand macht? Weil, also, dass man die Temperatur einstellen kann und die mischt automatisch? Es ist eher selten. Bei bestimmten Elementen verlieren wir auch Fläche in den Fahrzeugen. Das heißt, der Duschbereich wird etwas kleiner, weil wir ja den Bereich aufbaut. Dahinter haben, sie stärker aufbaut. Aber die Nachfrage ist auch eher gering danach. Jetzt haben wir hier ein Raumbad. Bekommt man die Toilette auch getrennt in einem anderen Grundriss? Ja, natürlich. Kriegst du genauso in der Variante des Fünfer-Toilettenraums, heißt der bei uns, hast du einen komplett geschlossenen Toilettenraum, eine etwas andere Raumaufteilung dann hinterher und hast das Bad für die Nutzung mit dem geschlossenen Toilettenraum dann eben. Darf ich da mal reinschauen? In so einen? Ja, klar. Lass uns mal kurz gucken, denn die Badezimmerschränke sind wirklich angepasst. Das ist CNC-Schreiner. Die wurden alle entwickelt worden, exakt für das Fahrzeug, damit die maximale Raumausnutzung entsteht, oder? Nicht nur für das Fahrzeug. Also da achten wir mittlerweile schon drauf, dass wir solche Komponenten wie einen Toilettenraum so entwickeln, dass er in mehreren Fahrzeugen identisch eingesetzt werden kann. Boah, das ist total schick. Das ist echt mit der Platte. Ganz wichtig ist, glaube ich, dass sie sich leicht reinigen lässt, ja. Und das ist so ein Thema. Du kannst noch so schöne Waschbecken haben, wenn du die, du machst irgendwie, spuckst es aus nach dem Zähneputzen und kriegst das Ding nicht sauber, dann wirst du ja wahnsinnig. Ihr legt da Wert drauf, oder? Wir legen da sehr viel Wert drauf. Also wir haben eh schon eine sehr, sehr glatte Oberfläche, die sich sehr leicht reinigen lässt. Haben aber hier jetzt zusätzlich noch etwas getan. In diesem Fahrzeug hier ist das Waschbecken keramikversiegelt. Echt? Ja. Das heißt, es hat wenig Angriffsfläche, oder der Schmutz? Gar keine Angriffsfläche. Und das Brauchwasser sehr leicht runtertropft und überhaupt keine oder nur ganz wenige minimale Wasserränder lässt, die ich mit einem Mikrofasertuch ganz schnell ausgewischt habe. Schade, dass die Cola leer war, sage ich nur. Jetzt hätte man das mal probiert. Also das perlt dann ab, der Lotus-Effekt, den du hast. Die Dusche selber, mach die mal bitte auf. Da habt ihr eine ganz pfiffige Konstruktion zur Ladungssicherung gemacht. Ja. Denn da vorne ist so ein ganz kleiner Haken, der dran ist, der auch noch schick aussieht, und der verriegelt die Dusche komplett. Genau, das ist relativ einfach. Schließt die Duschtür. Also es muss nicht immer hydraulisch sein. Nein, mechanisch geht genauso. Es soll einfach sein, das ist das Entscheidende. So, ihr habt eine Regendusche. Bitte mal öffnen, weil ich habe so starke Reflexionen. Dann kann man es nicht sehen. Da ist eine Regendusche mit drin, da ist auch die Stange mit drin. Ist die Serie die Stange? Die Stange ist Serie bei uns, ja. Okay, und die ist jetzt über der Regen, die nehme ich ja vorher raus. Die nehme ich raus. Im Grunde, die Stange nutze ich doch in der Regel nur während des Wintercampings, wo ich wirklich dann auch nasse Sachen mal da rein. Du kennst die Leute, schreiben Kommentare rein und sagen, totale Fehlkonstruktion. Wie konnte die Stange nur über der Regendusche sein, was da ist? Dann hast du unten Es gibt immer zwei Reaktionen. Ist sie nicht drin? Wieso ist die nicht dabei? Und das bei einem Fahrzeug, das eine gute 500.000 kostet. Das ist so die eine Reaktion. Die zweite Reaktion ist dann, na klar, wenn wir sie drin haben und auch reingesetzt haben, weil sie Standard ist, wieso sitzt sie da genau über dem Kopf? Kannst du den Leuten nicht genug. Aber ich muss sagen, ich bin ja mittlerweile schon so dankbar geworden, dass ich überhaupt ein Fahrzeug kriege, ja. Auch wenn wir es kaufen, weil die Lieferzeiten mittlerweile bei euch für so ein Fahrzeug mit Fahrgestell ein Jahr? Zwischen 1,5 und 2 Jahren.
Zwei Jahre sind wir schon. Ja, ich habe es eingangs ja mal gesagt, wir haben allein 14 Monate Lieferzeit auf dieses Basisfahrgestell. Wir sind aber auch im Produktionsvorlauf und Auftragsvorlauf bei gut 18 Monaten. Das ist auch gut so, könnt ihr gut planen. Das heißt, Preisgarantie. Habt ihr sowas auf der Messe im Moment? Wir garantieren, wenn wir das 24er Modell ja verkaufen, schon einen bestimmten Preis, ja. Okay, und das heißt, zudem wird er definitiv nicht teurer werden. Okay, das ist wichtig, glaube ich. Die Leute fragen die ganz aktiv danach, oder? Die fragen aktiv danach, haben natürlich Verständnis dafür, dass es nicht der gleiche Preis sein kann wie für ein Modelljahr 23, aber wir garantieren einen festen Preis für das Modelljahr 24. Bitte mal öffnen den Schrank, dass wir da mal reinschauen. Großer Kleiderschrank, ganz wichtig. Aber ich kann euch fest versichern, wir haben ein Queensbett, also über Kleiderschränke wird es hier nicht mangeln, oder? Das ist richtig. So, das ist hier mit drin, unten nochmal ein Schränkchen, was da ist. Und bitte mal schließen. Dann habt ihr alles rund gemacht. Und rund ist immer teuer, habe ich gehört. Macht ihr die Türen selber eigentlich? Die Türen machen wir selber, ja. Echt? Ja. Die runde Tür mach mal bitte zu. Die ist... Denn ihr wart einer der Ersten, die Betten nicht gerade gemacht haben, sondern oft schräg in den Fahrzeugen. Jetzt habe ich gesehen, ist das hier leicht schräg oder ist ganz gerade? Bei dem ist es gerade. Ja. Aber du wirst noch ein Auto sehen können bei uns dann hinterher, wo wir es auch schräg gestellt haben. Hier haben wir den Platz ja durch die große Garage, die drunter ist. Da können wir das Bett auch gerade lassen mit einer Breite von 1,80 Meter. Ich glaube, das ist ein gigantisches Doppelbett, das wir hier als Queensbett hinten drin haben. Mhm. Und die schräg gestellten Betten haben einfach den Vorteil, dass ich deutlich weniger Platz brauche und trotzdem gut drumherum gehen kann. Hier ist noch ein Schrank. Ja. Bitte mal öffnen. Klar. Kurz mal reinschauen. Und ein Apotheker. / Kleiderschrank. Mit Kleiderstange dann hinterher, dass ich hier auch nochmal was einhängen kann. Warte, ich gehe mal einen Schritt zurück, dass man mal sieht. Ich habe ja die XL-Version eines Mannes hier daneben stehen, 1,90 Meter. Und da könnt ihr euch ungefähr mal Gedanken machen. Ja, Leute gehen dann hin, machen Standbilder, messen das aus. Sind hier viele mit dem Metermaß unterwegs eigentlich auf der Messe? Nicht so viele, wie das früher mal der Fall war. Also das hat sich deutlich reduziert. Betten messen und so weiter. Auf der rechten Seite ganz viele Schubladen. Ja. Das auch mal bitte zeigen. Und jetzt bin ich interessant. Warte, ich zeig das mal gerade. Mach's mal von drinnen bitte. Das wirst du mal sehen, wenn du mal kurz rein. Oh, nee. Doch. Leck mich fett. Ihr habt einen Schmutzwäschekorb integriert. Ja, das erste. Schmutzwäschesammler, genau. Ich mach das immer in Plastiktüten rein, ja. Und ihr habt wie zu Hause. Genau. Ja, warum ich das so betone, ist, das siehst du nicht in Reisemobilen, oder? Es ist eher selten. Aber auch das aus der Praxis heraus entstanden, wo wir gesagt haben, irgendwo musst du deine Schmutzwäsche ja unterbringen und hier kannst du sie gut sammeln. Es ist krass, dass wir uns über so Kleinigkeiten unterhalten. Aber wenn man aus der Praxis kommt, du hast irgendwann mal Schmutzwäsche und dann wohin damit? Ja? Genau. Und ihr habt sie genau an der perfekten Stelle. Das ist so. Also glauben wir, dass es die perfekte Stelle ist. Eine Waschmaschine. Also viele Leute, da werden jetzt Leute sagen, ach, eine Waschmaschine im Wohnmobil. Aber hat man ja zu Hause, hat doch jeder. Selbst ein Student hat eine Waschmaschine. Kann man hier sowas einbauen? Ja, na klar. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, wo wir das tun. Wir können es sowohl hier im Innenbereich machen, wir können es aber auch in der Heckgarage tun. Wir können es aber auch anstelle des Gaskastens in das vorgesehene Staufach dort installieren, wenn wir zum Beispiel einen Gastank haben. Was ich sensationell finde, ist diese Öffnung da unten. Die hat natürlich einen Grund, wenn du hier Schmutzwäsche reinmachst, dann soll es ja, die kann ja auch ein bisschen feucht sein. Da soll ja keine Stauwärme, Nässe oder so irgendwas entstehen. Da habt ihr eine Öffnung mit drin. Dann habt ihr oben wahrscheinlich noch eine Öffnung mit drin. Das zieht von unten nach oben durch. Genau. Und dadurch trocknet, ja. Okay. Oben die Schubladen. Ja. Also stört euch nicht an der Länge des Videos. Die Leute gucken wirklich, machen Pausen, gucken sich das nochmal an. Also solche Videos werden gerne benutzt, um es zu beschreiben. Mach mal deine Hand bitte rein, dass man einmal kurz sieht, Größenvergleich. Ja. Das ist eine riesen Schublade. Hier kann ich Unterwäsche reinmachen, hier kann ich T-Shirts reinmachen. Socken, ohne weiteres. Also auch die sind sehr vielfältig nutzbar, sind alle gleich groß. Und die oberste ist logischerweise keine Schublade, sondern ein Schrank. Da habe ich einen Schrank, ein Staubfach. Gut. Habe ich verstanden. So, ich gehe jetzt mal vor, dass wir mal sehen. Also dieses Bett hier ist deswegen so lang wegen des Autos. Das habe ich schon verstanden. Ja. Dann habe ich hier ist das hier ein 32 Zoll? Das ist ein 32 Zoll. 32 Alphatronics drin. Genau. Hab eine Truma Staukastenklimaanlage noch mal hinten, oder? Ja, das ist die Unterflurklimaanlage, die ich habe. Nee, doch. Die habe ich mir gerade einbauen lassen. Mhm. Also da muss ich ja meine Lanze brechen, ey, das ist das Beste, was ich je gemacht habe, weil die so leise ist, die ganz wenig Zug hat, die ist sensationell. Also ich zeig mal, was ich gerade gesehen habe. Da ist eine Truma Saphir Komfort RC, ich habe genau die gleiche,
Und je nachdem, wo man die einbaut, hörst du die fast gar nicht. Mhm. Das heißt, du schläfst hier drin und die ist wahrscheinlich nur für diesen Bereich. Vorne ist ja noch eine, gell? Genau, korrekt. Wir haben eine Dachaufbauklimaanlage für den Wohnbereich und haben für den Schlafbereich die Unterflurklimaanlage. Und die Luftauslässer habt ihr so integriert, dass man sie gar nicht sieht, oder? Sind weitestgehend versteckt, ja. Ah, das heißt auch wieder kein Zug. Da ist was davor, dass der direkte Luftzug gebrochen wird. Genau. So, Leute schalten Klimaanlagen nicht an, weil sie ziehen. Und da habt ihr dran gedacht? Das ist das Entscheidende. Ich habe ja eingangs mal gesagt, bei Klimaanlagen, eigentlich lässt man sie abends auf dem Campingplatz oder nachts auf dem Campingplatz nicht laufen. Eine Unterflurklimaanlage ist so leise, dass man sie nicht hört. Die kann ich natürlich laufen lassen und wir haben sie bewusst für den Schlafbereich gewählt, weil wir sie hier zugfrei einsetzen. Mhm. Viele Campingplatzbetreiber in Italien, die gucken auch, ob die laufen. Hast du das gewusst? Denn die haben in den AGBs drinstehen, Klimaanlagen nicht erlaubt. Das gibt's wirklich. Dann laufen die rum und gucken, ob die Dachklimaanlagen laufen. Genau. Es ist verrückt, ja. Aber die gerade hier bei so einem Gerät, du hast so viel Solar, die brauchst den Strom gar nicht, ja. Was drauf ist. Aber eine Truma. Die haben ja eine ganz andere Sorge. Die haben ja eine Absicherung ihrer Anlagen dann hinterher, die recht niedrig ist. Ah. Oft liegt die bei 6 oder 8 Ampere. Und das kann ich ja wiederum über mein Mastervolt regeln, dass ich eine geringere Stromabnahme dann hinterher auch habe, damit dort die Sicherung nicht rausfällt. Ja, also 3 Ampere sind schon 60 Ampere bei 12 Volt, also 60 bis 70 Ampere. Das heißt, selbst wenn ich mit 3 Ampere reingehe, ist mein Auto immer voll, egal was ich benutze. Genau. Das ist ziemlich cool. Dann hier dieser Bereich, wenn ich da mal kurz hinsetzt, ja, weil wir sind ja hier leicht eingeschränkt wegen des Autos. Wir haben ein Auto hier drunter, oder? Wir haben ein Auto hier drunter. Hier befindet sich normalerweise die Motorhaube. Und du bist ja jetzt auch ein Beinriese, muss man sagen. Aber du bist ein großer Mann und du hast richtig viel Platz hier drüber. Also wenn ich sitze, kann ich gut sitzen. Die Mikrofaser, das ist so edel. Das fühlt sich an wie Wildleder, oder? So ein bisschen. Ja, es dämpft auch nochmal ein bisschen. Deswegen ist die Akustik auch so angenehm hier in dem Fahrzeug. Und gleichzeitig mit den bespannten Seitenwänden ist es also wirklich in sich komplett rund und alles sehr weich abgepolstert. Ja, überall Schränke hier hinten. Du hast ein Queensbett, bei dem du einsteigen kannst, wie zu Hause, nämlich von der Seite. Und das mögen viele Leute, die mögen also nicht da so hochkrabbeln. Aber er hat die Qual der Wahl bei euch. Längsbetten einzeln würde hier auch gehen. Irgendeinen Grundriss habt ihr wahrscheinlich, oder? Genau, also auch die Längseinzelbetten gehen natürlich. Aber die Liegefläche hier ist ja sensationell groß. Also das ist ja, man vertut sich da, glaube ich. Hier, was hast du hier, 1,80 Meter hier? 1,80 Meter in der Breite auf 2 Meter in der Länge. Gut, 700.000 Euro. Das ist ja immer so. Aber man muss sich ja die Optionen auch angucken. Viele Händler laden ja die Kunden auf den Messen ein, machen die Rundgänge, weil alle Fahrzeuge eben da sind. Gibt einige Händler, die haben auch viele Fahrzeuge, aber hier die Auswahl wie hier auf der Messe oder jetzt in Düsseldorf, die hast du eigentlich sonst nirgendwo, oder? Hast du nirgendwo. Das ist so. Die Messen sind einfach ideal, um sich einen guten Überblick über das gesamte Programm zu machen. Jenaert auch hier? Auch Jenaert im Schlafzimmerbereich natürlich. Also komplett Sound. Ein komplett zweites Soundsystem, das ausschließlich für den Fernseher hier installiert ist. So, ich mache mal gerade hier auf. Da ist jeder Zentimeter ist genutzt. Hier vorne sind noch High-End-Kleiderhaken. Das liebe ich ja. Auch hier habe ich schöne kleine Kleiderhaken, die nicht dazu führen, dass ich mir irgendein Auge aussteche oder so. Die kann ich einfach einklappen. So, bitte einmal öffnen den letzten Schrank und dann machen wir langsam mal Feierabend. Weil ja, ich merke schon, du kannst dich so gar nicht trennen von dem Auto, gell? Ich finde es, ich kann mich für Sachen wirklich begeistern, weil die Leute immer sagen, hey, das ist alles gespielt, das stimmt gar nicht. Also ich liebe tiefe Kleiderschränke im hinteren Bereich, die hast du hier. Genau. Du hast also wirklich 2 tiefe Kleiderschränke auf beiden Seiten. Es geht ja noch weiter. Links daneben hast du nochmal einen schönen Schrank, den du auch als Kleiderschrank verwenden kannst für T-Shirts. Okay. Unten drunter, guck mal, 2 Steckdosen. Da hast du einen richtigen kleinen Nachtschrank, wo du dein Handy drauflegen kannst, deine Medikamente, deine Brille ablegen kannst. Das ist der Vorteil vom Queensbett. Also es ist wirklich, überlegt mal, das habt ihr alles bei einem Bett, bei einer Liegewiese hast du das nicht. Da musst du irgendwo hin mit dem Zeug. Ja. Das ist so. Und wir haben auch darauf geachtet, du hast USB-Steckdosen dann sofort im Schlafbereich dahinter, dass du das Handy wirklich da vernünftig laden kannst. Wir haben trotzdem auch noch 230 Volt Steckdosen. Haben die Schalter für die Beleuchtung so installiert, dass du auch, wenn du im Bett liegst, dann die Lampen alle drumherum wieder ausschalten kannst. So, du hast nicht ganz die Stehhöhe, aber die hast du natürlich in einem anderen Bett auch nicht. Da ist ein bisschen höher. Aber ihr habt darauf geachtet, dass man hier sitzend Bücher lesen kann. Also ich habe so ein Keilkissen, ich werde es euch mal reinschreiben, habe ich einen Bericht drüber gemacht, das ist sensationell, das legst du einfach dahin. Das kannst du natürlich auch mit Kissen bauen, aber dieses Keilkissen müsst ihr kaufen, das gibt es bei Amazon. Ist auch nicht für ein Wohnmobil gedacht, ja, sondern ich habe das entdeckt und habe es mittlerweile 6-mal gekauft und
das machst du hin, da liegst du hier und bist in Gottes Schoß. Das ist wirklich der Hammer, oder? Also ich setze mich wahnsinnig gerne hier hinten in das Bett rein und genieße das einfach, weil es wahnsinnig gemütlich ist, sehr bequem ist, hier zu lesen. Oder es ist kein Schrank über dir, wo du dir die Birne stößt. Du kannst da gerade dich hinhocken. Weißt du, und selbst wenn du mal drankommst, ist alles gepolstert. Mhm. Also die Platzwunde ist nicht vorprogrammiert. Definitiv nicht. Also was man leider nicht sieht hier wegen der Putzbeleuchtung hier, die müsst ihr reinmachen, weil natürlich genug Licht hier sein muss auf der Messe. Da ist ein riesen Heki drin, gell? Ja. Das heißt, du kannst stoßlüften auf einmal. Na klar kannst du stoßlüften, aber gerade auch im Sommer sehr schön ist einfach offen lassen. Ja, das Beste an diesem Heki ist allerdings, ihr könnt es als Fotopoint benutzen. Das machen auch ganz, ganz viele. Du kannst es komplett öffnen, kannst hier rausgucken, kommst aufs Dach drauf. Das heißt, du kannst eine Reinigung der Solarzellen machen. Bitte natürlich eine Absturzsicherung verwenden, was alle tun, ja. Und kannst hier rausgucken und hättest jetzt, wenn das Licht da nicht wäre, könnte ich über die ganze Messe gucken, über 4 Meter, kann Fotos machen, kann den Sonnenaufgang sehen. Also das ist so, du weißt, was ich gemacht habe. Ich habe bei meinem Kleinen dann Max-Fan eingebaut, ja. Mhm. Aber dieses Heki hier, das ist so genial, weil du kaum eine Höhe hast. Du brauchst keinen Stuhl, du kannst da hochklettern. Es ist eine geniale Service-Luke, oder? Ist es, definitiv. Das macht wirklich sehr einfach den Aufstieg aufs Dach. Also macht Fotos hier, macht das. Und sag mal, wenn die Leute die abholen, die Autos, sind die immer noch ganz ergriffen? Und ist da mal ein Tränchen? Selbstverständlich. Ja. Das haben wir regelmäßig. Markus Freitag, ich muss leider los, aber wir werden noch ein bisschen filmen. Wir haben ein B-Team ab heute da, die werden noch mal viele Autos ableuchten. Das ist übrigens noch so eine Kleinigkeit, ein eigenes Raumthermostat, ja, dass man die Temperatur hier absenken kann im Raum oder auch erhöhen kann. Genau. Also wir nicht nur eine Zone, eine zusätzliche Zone, wir haben in Summe 5 verschiedene Zonen im Heizungssystem drin, über die ich die Temperaturen unterschiedlich in den einzelnen Räumen regeln kann. Das ist aber nicht nur ein Bypass, da kann ich wirklich die Temperatur einstellen. Ich kann es wärmer oder kälter machen? Ich kann es wärmer oder kälter machen. Weil oft ist ja nur ein Bypass drin, ja, da kann ich nur kälter machen. Ja. Okay, verstanden. Also, wenn ihr sowas haben möchtet, 2 Jahre Zeit habt, genug Geld habt, vielleicht eine Eigentumswohnung verkauft haben und da sind ja die Preissteigerungen auch gewesen, ja. Und es sind aber, man muss auch sagen, ihr habt jetzt nicht vielleicht die Multimilliardäre als Kunden, sondern es sind hart arbeitende, oft Unternehmer, im unteren Bereich auch gerne mal Leute, die ihr ganzes Leben darauf hingespart haben, oder? Das ist richtig, genau das ist unser Klientel. Also die wirklich hart gearbeitet haben, vielleicht sparsamer waren als andere. Andere haben dafür ihr Leben gelebt, haben vielleicht das Geld ausgegeben, die haben es beiseite gelegt und haben gesagt, sie kaufen das. Viele hatten vorher schon ein Reisemobil. Also ihr habt, die fangen ja klein an, haben vielleicht den ganz kleinen, den Charisma oder so oder den noch kleiner. Ja, oder noch kleiner, auch deutlich unter uns. Dann letztendlich, es muss nicht unbedingt ein Concorde gewesen sein, wenn die dann hinterher bei uns landen. Aber irgendwann, wenn sie reisemobilaffin sind, weil das ist ja ein Lebensgefühl, dass ich dann auch mitnehme. Andere kaufen sich ein Ferienhäuschen auf Mallorca. Und unsere Kunden sind halt die, die in dem Lebensgefühl Reisemobil unterwegs sind und dann irgendwann auch bei uns landen und mit großen Autos unterwegs sind. Warst du schon mal in Mazaron? War ich, ja. Und? Die haben auch Spaß, oder? Na klar haben die Spaß. Das ist doch sensationell. Also wenn die da unten sind, das ist eine eigene Community. Die kennen sich untereinander. Man trifft sich über WhatsApp. Freundschaften entstehen über Jahrzehnte. Gut, vielleicht ist sich auch nicht jeder grün, ja, das ist so, aber das ist ein Hobby, so kann man sagen, oder? Für mich ist das viel mehr als ein Hobby. Ich habe es ja gerade gesagt, es ist ein echtes Lebensgefühl, das ich dann habe. Sagt Markus Freitag, Marketing- und Vertriebsleiter beim Concorde, der nicht wusste, was eine Motorbremse ist, aber was mir mal passiert ist, da habe ich hier Karl Grün gespielt, hab die Leute belehrt und es war falsch. Weißt du, das ist dann noch viel härter, wenn die Leute kommen und sagen, hey du Idiot, ja, das funktioniert aber gar nicht so. Ich meine, da hättest du besser nichts gesagt, ja. Und ich hoffe, dass das stimmt mit der Klappe, mit der Drosselklappe, die das dann macht. Ich habe nämlich jetzt gerade Druckluftbremse. Also das ist hier ein Riesenvorteil. Du hast eine richtige LKW-Bremse hier drin. Der bremst, glaube ich, stärker, als er beschleunigt. Und wenn du hier voll auf die Bremse trittst, ja, dann ist dein Hintermann meistens auf dir drauf, ja. Weil du kannst so einen LKW zum Stehen bringen, unvorstellbar. Also dieses Bremssystem, was hier drin ist, das ist sensationell. Es geht mit Druckluft. Man muss allerdings, ich glaube auch nach 2-3 Tagen, muss man ein bisschen laufen lassen, bevor man losfahren kann, gell? Ja, es kommt immer darauf an, auch wie ich die Sitze vorne genutzt habe, ob ich darüber auch die Kessel runtergefahren habe vom Druck her, weil die da ja mit angeschlossen sind, die Luftfederungssitze. Aber in der Regel muss ich nach 2, 3, 4 Tagen schon mal das Auto sich wieder aufpumpen lassen, dass ich den Druck auf die Kessel bekomme. So 2-3 Minuten. Also verdenkt es den Leuten bitte, die das machen. Die rußen übrigens auch nicht mehr und so weiter. Die müssen laufen, damit sie Druck aufbauen, ansonsten können sie nicht losfahren. Vielen Dank fürs Einschalten. Komm mal mit, bitte. Und
erläutere mir gerade noch dieses Geheimfach hier. Habt ihr Geheimfächer auf Wunsch, die ihr bauen könnt für Kunden? Können wir. Ja, ja. Könnt ihr. Wir sagen aber nicht wo. So, jetzt wäre es ja kein Geheimfach mehr. Und da haben wir noch ein nettes Schuhfach. Das ist übrigens meine Frischwäsche drin. Also ich habe genau in dieses Fach hier, mache ich immer meine Hosen und meine Strümpfe rein, die neuen. Habe ich mir gerade 60 Paar Strümpfe gekauft und ich glaube 50 Paar Unterhosen, die kommen da rein. Und, da kannst du aber lange unterwegs sein. Nee, ich kaufe jedes Jahr neue und mein Sohn übernimmt die dann immer, habe ich das Gefühl. Vielen Dank fürs Einschalten und ja, langes Video, ich weiß, aber es ist ja auch ein tolles Auto, man muss das ein bisschen zeigen und ganz ehrlich, hier kannst du nochmal 2 Stunden durchgehen, wir hätten jetzt noch die ganze Technik gucken können, wie die Heizung aussieht und so, aber das schenken wir uns jetzt mal. Können wir mal einen Blick mal ganz kurz in den Sicherungskasten werfen, dass wir mal sehen, wie das verarbeitet ist? Lass uns kurz schauen. Ja, komm, mal auch mal rankommen. Das ist ja auch, frei sind und ob wir rankommen. Das ist ja auch so ein Thema, weil das wollten wir, aber nur einmal, weil das Thema Elektroverarbeitung, ich habe ein Video gesendet von einem Hersteller aus einem anderen Land, der auch sich schimpft, ich sag mal, Luxusreisemobile zu bauen und er ist drauf. Hi, alles gut? Alles gut. Okay, sehr schön. Und ja, der hat das nicht so gut gemacht. sind die jetzt auf welcher Seite? Sind die? Weißt du es? Elektrokasten ist hier. Echt? Ja. So, Vorsicht. Das kriegen wir. Ich denke, wir kriegen es hin. Seil. Zumindest mal so ein bisschen. Okay, geht. Also ihr habt ja auch Elektriker in der Kundschaft, ja. Und ja. Ihr habt auch Schreiner in der Kundschaft. Und denen geht schon ein Herz auf, oder wenn die hier reingucken. Das hoffe ich, dass das so ist. Weil es ist echte Handwerksarbeit, wie und an welchen Stellen wir was zusammensetzen. Auch die Dokumentation ist, glaube ich, ganz wichtig. Also jedes ist individuell beschriftet auf das Fahrzeug. Ja. Also wenn ihr eine Sicherung einbaut, wird die dokumentiert. Und dein Tipp ist natürlich ganz klar, geht zum autorisierten Fachhändler, wenn mal irgendwas ist. Lasst euch nichts nachrüsten bei Leuten, die nicht autorisiert sind. Porsche verbietet das komplett, dann erlischt die Garantie. Aus gutem Grund. Ja. Ihr habt ein Riesenhändlernetz an autorisierten Partnern. Ja. Und nicht jeder weiß, wo er durchgehen soll, wenn er eine Solaranlage draufbaut und so weiter. Das ist ein guter Tipp. Oder kommt ins Werk? Das geht auch. Nachrüstung gehen auch im Werk? Nachrüstung gehen auch im Werk, aber ich empfehle trotzdem, fahrt eher zu unseren autorisierten Partnern, die regelmäßig geschult werden, die genauso die Spezialisten haben für Nachrüstungen und auch für Servicearbeiten an den Fahrzeugen. Die sind im Prinzip überall in Europa? Oder habt ihr, die haben wir komplett flächendeckend in Europa installiert, ja. Sehr schön. Heute ist der, ich guck mal gerade drauf, Julia, hallo. Was ist deine Aufgabe? Was machst du im Moment? Du guckst, dass hier keiner reinläuft. Ey. Genau, gerade das. Und ansonsten die warten, gerne unterhalten. Achso, da wollen schon welche rein hier in das Fahrzeug? Gestern ja, heute ist noch Projekt. Gott, heute ist ruhig. Heute ist ja auch Montag, Familientag, der 16. Januar 2023. Wenn ich den haben möchte, das Netz ist ja da, man kann zum Gucken, kann man zu euch kommen, oder? Also schau. Jederzeit. Kaufen kann man bei euch nicht. Also das macht man beim Händler, oder? Man kann in Aschbach durchaus bestellen, aber wenn, dann wird dieser Vertrag auch an den nächstgelegenen Handelspartner zum Kunden wieder abgetreten. Okay, das heißt also, ihr vermittelt das immer an den Händler, genau. Der das dann macht. Der Händler wird dann gefragt, magst du das machen? Oder ansonsten macht es auch gerne ein anderer Händler, nehme ich an, oder? Ansonsten macht es gerne ein anderer Händler, aber du kannst sicher sein, wenn wir den Händler fragen, dann macht er das auch. So, von dir kriege ich jetzt gleich eine Concorde-Kappe, habe ich gehört. Ja, und das werden wir das machen. Damit werde ich dann rumlaufen am Stand von Concorde. Vielen Dank fürs Einschalten. Tschüss, tschüss, Markus. Danke, Sven. Vielen Dank.